Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute im Gespräch Kurt Jansson. Hallo Kurt. Ja, hallo. Schöne Grüße nach Hamburg. Stell dich doch mal vor. Ja, mein Name ist Kurt Jansson. Ich bin vor ein paar Tagen 40 Jahre alt geworden und bin in der Wikipedia schon ziemlich lange dabei. Also seit eigentlich Beginn des Projektes im Jahr 2001. Bin in den 90ern schon viel im Internet unterwegs gewesen, beziehungsweise noch davor in der Mailbox-Szene. Und was gibt's noch um mich zu erzählen? Ich arbeite für den Spiegel als Datenjournalist und nach wie vor stark am Projekt interessiert, begeistert, motiviert und auch in Wikimedia aktiv, war einige Jahre Vorsitzender von Wikimedia, bin jetzt stellvertretender Vorsitzender. Genau, können wir alles gleich mal in Ruhe durchdiskutieren. Genau, und ich stelle auch gleich zu Anfang schon die Arndt-Frage, nämlich was, und hier auch noch über eine Zeitspanne von 15 Jahren, was hat dich damals motiviert, bei der Wikipedia einzusteigen? Ja, dann bin ich mal so frei, gleich einen größeren Bogen mal zu schlagen. Also ich habe mich ziemlich viel beschäftigt, generell mit dieser freien Software-Szene in den 90ern, Ende der 90er, und war da ziemlich fasziniert von, wie das eigentlich funktioniert, also wie Leute da zusammenkommen und gemeinsam Software schreiben, ziemlich komplexe Software, also ne, Linux-Betriebssystem, ein Browser, solche Sachen, Office-Pakete. Und das fand ich immer schon faszinierend. Mhm. Also das heißt, wie organisiert man überhaupt die Arbeit, wie kriegt man Konflikte in den Griff, wie einigt man sich, wenn es verschiedene Varianten gibt, in der Sachen weiterzuentwickeln sind und man kann nicht einfach objektiv sagen, das eine ist das Bessere, das andere ist das Schlechtere. Und wie kommt man trotzdem zum Konsens? Und das fand ich total faszinierend, habe auch versucht, mich im Studium damit zu beschäftigen. Also ich habe Soziologie studiert in Hannover und an der FU Berlin. Habe allerdings leider, obwohl ich eigentlich finde, dass es ein total soziologisches Thema ist, damals niemanden gefunden, der dazu irgendwie hätte ein Seminar geben können. Und ich habe dann tatsächlich selber mir überlegt, gut, dann machst du das einfach selber. Es gab damals an der FU noch die Möglichkeit, selber als Student auch ein Seminar zu geben und damit auch ins Vorlesungsverzeichnis reinzukommen. Und das habe ich dann gemacht. Habe mich auf verschiedene Mailinglisten umgetrieben, die sich mit dem Thema befasst haben. In Deutschland gab es eine Mailingliste, nannte sich Ökonux, wo also auch diskutiert worden ist, wie lässt sich das übertragen, was da in der freien Software gerade passiert, auf andere gesellschaftliche Bereiche. Also Frage der Produktionsbedingungen und Prozesse. Und ja, war eine sehr intelligente Diskussion damals, war, wie gesagt, davon sehr, sehr fasziniert und bin darüber dann auf ein Projekt gestoßen, das nannte sich Nupedia. Das war also ja so eine Art Vorläufer von Wikipedia, wird heute gesagt. Das war eigentlich ein eigenständiges Projekt damals. Also das war ein Projekt, was der Jimmy Wales ins Leben gerufen hatte. Funktionierte so ähnlich wie so klassische enzyklopädische Projekte. Also das heißt, es gibt da eine Redaktion, es gibt Leute, die Beiträge zuliefern und es gibt einen ziemlich komplexen Review-Prozess, durch den dann solche Beiträge durchgeschleust werden. Und das heißt, man hat sich da eng an so die klassische Enzyklopädie-Produktion sozusagen gehalten und hat versucht, das auch mit Freiwilligen zu machen und hat dann aber gemerkt, das funktioniert hinten und vorne nicht. Also weil du halt Freiwillige nicht dazu zwingen kannst, solche hierarchischen Prozesse zu durchlaufen und sich darin zu organisieren, die von außen sozusagen einer Community aufgedrückt sind. Und das heißt, es war ein großes Projekt damals, also vor allem in englischer Sprache. Es gab einen kleinen deutschsprachigen Ableger auch, wo unter anderem ja auch der Magnus Manske aktiv gewesen ist, den du, glaube ich, schon mal in einem Podcast hattest. Und das war ein interessantes Projekt damals, aber ich hatte das Gefühl, nee, irgendwie, das ist irgendwie nicht so attraktiv und sah dann, dass so ein Nebenprojekt damals beworben wurde. Ja, ein Spaßprojekt stand in der deutschsprachigen Nupedia-Ausgabe. Und das war dann Wikipedia. Und das war damals eigentlich geplant als ein Projekt, was so
ja, so ein Steinbruch sein sollte, gewissermaßen so ein Ort, wo einfach mal Leute drauf losschreiben können und dann, wenn so ein Text einigermaßen einen vernünftigen Stand erreicht hat, dann sollte man den nehmen aus Wikipedia und sollte den dann in den Nupedia-Prozess einschleusen. Und da hätte der dann mit höheren Weinen versehen werden können, dadurch, dass da halt diese komplexen Review-Prozesse dann vonstatten gegangen wären und dann wäre irgendwann der Artikel fertig gewesen. Also das war so die Ursprungsidee von Jimmy Wales beziehungsweise Larry Sanger, der damals auch bezahlt war von Jimmy, um dieses Projekt am Laufen zu halten. Und ja, irgendwie hat man aber relativ schnell gemerkt, so okay, Wikipedia ist eigentlich mehr als nur so ein Ort, wo Leute mal Textentwürfe abladen können, sondern ziemlich schnell war klar, Wikipedia ist eigentlich das spannende Projekt. Das Projekt, wo Leute diesen Freiraum haben, sich selbst zu organisieren, sich selbst Regeln zu geben, viel zu diskutieren und sich irgendwann einig zu werden, wie in welchem Modus man eigentlich halt diese Produktion laufen lassen will. Und ja, Nupedia ist, glaube ich, noch so ein paar Jahre noch als Zombie existent gewesen, bis irgendwann dann klar war, okay, also das kann man komplett dicht machen, das wird nie so sein, dass Wikipedia-Texte dann durch Nupedia durchgeschleust werden. Das wurde dann eingestellt. Wobei ich ehrlich gesagt die Grundidee schon weiterhin faszinierend finde. Also ob ich bin selber nicht überzeugt davon, dass Wikipedia jetzt das Ende der des enzyklopädischen Prozesses sozusagen ist, sondern ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir auch im Projekt irgendwann mal wieder über Review-Prozesse sprechen. Es gab vor vielen Jahren mal einen Vorstoß, da auch in der Software eine Implementation vorzunehmen, über die man zum Beispiel hätte auch feststellen können, dass ein bestimmter Artikel so einen Review-Prozess durchlaufen hat, der aber so wahrscheinlich sehr anders aussehen würde, als damals man sich das in Nupedia überlegt hatte. Aber das finde ich, die Idee finde ich gar nicht so unattraktiv, zu sagen, okay, es gibt einen Stand von einem Wikipedia-Artikel, der von Fachleuten gegengecheckt worden ist, ob jetzt im Projekt selber oder extern vom Projekt, keine Ahnung. Und man als Leser dann die Auswahl hat und sagen kann, okay, ich möchte jetzt einen bestimmten Wikipedia-Artikel lesen, der halt geprüft ist, oder ich möchte den aktuellen Stand sehen. Das finde ich nach wie vor einen spannenden Gedanken. Naja, jedenfalls zurück zu den Anfangstagen. Ich bin halt dann auf Wikipedia gestoßen und bin hängen geblieben und fand es halt von Anfang an super faszinierend. Also einfach dieses, man muss nicht einen HTML-Editor starten, um irgendwie eine Webseite zu gestalten, da Texte reinzuschreiben, sich Webspace suchen, das speichern, hochladen, veröffentlichen, sondern ne, dieses einfache, ich drücke auf den Knopf bearbeiten, ich nehme eine Änderung vor, ich speichere den und das steht im Netz, war der totale Kick damals für mich so und eigentlich die Faszination, weswegen ich erst dabei geblieben bin. Warst du direkt an der Nupedia beteiligt? An Nupedia war ich nicht beteiligt. Ich habe mich auf die Mailingliste eingeschrieben, die Nupedia-Mailingliste, aus der später dann, also die vor allem die deutschsprachige, aus der später dann die Wikipedia-Mailingliste geworden ist. Die haben wir dann einfach umbenannt. Und genau, und da habe ich Diskussionen verfolgt, also von besagtem Magnus Manske, dann gab es jemand, Rainer Zenz, der auch lange in der deutschsprachigen Wikipedia sehr aktiv gewesen ist und in der Berliner Community. Und genau, und dann habe ich mich halt umgesehen, was es in der deutschen Wikipedia schon so gab. Die Mailingliste war übrigens in der Anfangszeit, oder nicht nur in der Anfangszeit, sondern auch viele, viele Jahre ein ganz wichtiges Instrument, wo so übergreifende Prozesse diskutiert worden sind, übergreifende, projektübergreifende Fragen. Die ist leider irgendwann eingeschlafen. Und naja, dann gab es ja danach dann so einen Ort, hat man dann auch Fragen zu Wikipedia, dann so Projektfragen diskutiert. Mittlerweile ist es irgendwie die Diskussionsseite vom Kurier geworden, habe ich das Gefühl, wo so wichtige oder semi-wichtige Fragen angesprochen werden, aber leider nicht das Klima herrscht, um das zu einem produktiven Ende häufig zu bringen. Also das ist so ein bisschen verloren gegangen. Das ist so gehört zu den wenigen Sachen, denen ich aus der Anfangszeit noch nachtraue, dass man einen Ort hatte, wo man wirklich über das große Ganze diskutieren konnte und auch wusste, dass alle Regulars, also alle
Community-Mitglieder, die so zur Kern-Community gehören, auch mitlesen und mitdiskutieren. Genau. Und in Wikipedia selber sah es damals noch relativ übersichtlich aus. Also wir hatten einen Artikel, ich weiß noch, dass wir einen Benutzer Sonic hatten, der hat zur Frühgeschichte des Hollywood-Kinos damals viel geschrieben, also 1910er, 1920er Jahre. Total toller Artikel. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob er sich damit wissenschaftlich beschäftigt hat oder wo das herkam. Dann gab es einen Benutzer, Stefan Rübo, der hat über Systemtheorie sehr viel geschrieben, also vor allem in der Prägung von Niklas Luhmann. Aber sehr viel mehr gab es dann schon nicht. Also dann gab es noch ein paar sehr, sehr, sehr kurze Artikel. Ja, gab den berühmten Artikel zur Nordsee, also der häufig als der erste Wikipedia-Artikel gehandelt wird, aber nur aus, ich weiß nicht, ein oder zwei Sätzen bestand. Und ja, Artikel zu einzelnen Regisseuren, wo dann ein, zwei Filme aufgeführt waren und so, aber alles sehr, sehr übersichtlich. Also vieles in einem Stand, wo heute wahrscheinlich sofort man hingehen würde und sagen würde, ja, das ist kein Artikel, das wird jetzt erstmal wieder gelöscht. Und man damals aber glücklich war, dass überhaupt irgendwas da war. Und das, glaube ich, auch auf die Anfangszeit auch richtig war, einfach sehr viel zu behalten, weil für uns natürlich Reichweite das größte Problem war. Also wir hatten am Anfang kaum Zulauf an neuen Autoren. Das heißt, wir waren, ich weiß nicht, 5 bis 10 aktive Autoren. In der Wikipedia oder Nupedia? In Wikipedia. Also ich rede jetzt so vom Jahr 2001, 2002. Es gab manchmal Tage, an denen ist gar nichts passiert. Ne? An den meisten Tagen sind so 10, 20, vielleicht 30 Artikel bearbeitet worden. Und unser Problem war, wie gesagt, Reichweite. Das heißt, im deutschsprachigen Raum kannte das Projekt niemand. Also ich rede das sowieso nur von der deutschsprachigen Community. Ne? Die englischsprachige, die sah sehr anders aus. Da gab es viel, viel, viel mehr Aktive, da gab es viel mehr Artikel. Die hatten das Glück, dass sie jetzt viele, viele Leute von dem Nupedia-Projekt rüberziehen konnten, also die dann einfach schnell abgewandert sind. Aber da das deutsche Nupedia-Projekt sehr übersichtlich war, konnten wir da wenig von profitieren. Es gab quasi keine Presseberichterstattung im deutschsprachigen Raum zum Projekt. Und das heißt, wir waren darauf angewiesen, dass ab und zu mal über Google oder Alta Vista oder Demods oder so uns jemand findet. Also gab ja damals mehr als nur Google. Oder Yahoo, ne, weiß nicht, ob das jeder weiß überhaupt von den Zuhörern, ne, also bevor das so diese Suchmaschinen gab, über die man einfach alles durchsuchen konnte, wie halt Google oder Bing, wurde ja ganz viel damals über so Webkataloge gearbeitet. Das heißt, man hatte so eine Art hierarchisches System mit Unter- und Unter- und Unter-Unterthemen und dort gab es dann Leute, die immer Webseiten zu bestimmten Themen zugeordnet haben von Hand. Und man konnte sich da dann so durchnavigieren. Das gab es von Yahoo, das gab es auch in der freien Version als DMOZ, als Open Directory Project hieß es damals, glaube ich. Und genau, das hat damals eine große Rolle gespielt. Das ist heute nicht mehr relevant, aber und da haben wir versucht, halt auch Artikel unterzubringen, dass Leute halt darüber auf uns aufmerksam werden und ab und zu mal aus dem Leser dann vielleicht ein aktiver Autor auch wird. Und ich habe dann irgendwann begonnen, Pressemitteilungen zu schreiben, wovon ich keine Ahnung hatte. Also ich habe tatsächlich mir das dann erstmal angelesen, wie macht man überhaupt Pressearbeit? Okay, also Pressemitteilung ist ein Faktor und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe die ersten Pressemitteilungen geschrieben und versucht, die rauszuschicken an zum Teil so Special Interest Seiten, also Heise-Ticker gab es damals ja schon und da gab es auch dann so Seiten, die sich mit freier Software mehr beschäftigt haben. Prolinux.de war, glaube ich, eine. Und und habe da einfach Artikel eingereicht und versucht darüber halt Aufmerksamkeit fürs Projekt zu generieren. Und irgendwann hat es dann auch funktioniert, ne? Also irgendwann hatten wir die erste Meldung auf Heise, irgendwann hatten wir die erste Meldung auf Spiegel Online, irgendwann waren wir dann auch mal in Tagesthemen zu sehen und dann ging es halt durch die Decke, ne? Also dann, das war ziemlich komprimiert, würde ich sagen, innerhalb von ein, zwei Wochen damals, wo plötzlich das Projekt eine riesen Aufmerksamkeit erfahren hat und sehr, sehr, sehr viele Neuautoren in der Zeit zu uns gekommen sind und auch erstaunlich viele aus der Zeit auch immer noch aktiv sind.
Nee, aber nochmal zurück zu deiner Motivation. Also überhaupt, dass du nach dem Nupedia gesucht hast, da ging's da um freies Wissen bei der Nupedia? Da ging es um freies Wissen, genau. Die hatten auch eine freie Lizenz. Ich glaube, dass es auch die GNU Free Documentation License gewesen ist. Also das passte so in dein Weltbild und in dein Interesse, deine Interessen, deswegen hast du das so. Absolut, absolut. Also ich verstehe mich sowieso als ein linksdenkender Mensch, was auch immer das jetzt ganz genau bedeutet, aber so eine gewisse Skepsis gegenüber den kapitalistischen Produktionsprozessen hatte ich damals schon und habe mich einfach gefragt, so, was ist das? Ist das der einzige Modus, in dem man Dinge organisieren kann, also das organisieren kann, dass Neues entsteht, dass Bedürfnisse befriedigt werden? Oder kann es dann daneben noch ganz andere Modi geben? Und da war einfach, sage ich mal, nach den ganz, ganz großen Entwürfen, die er dann spätestens Ende der 80er Jahre nicht mehr diskutabel gewesen sind, war das so das erste neue Ding, was aufgetaucht ist, wo man sich gefragt hat, okay, was ist das? Warum machen Leute das? Warum setzen sich Leute zusammen und schreiben einfach Software aus einem inneren Antrieb heraus, ohne dass sie dafür Geld bekommen, ohne dass sie dafür Vorgaben bekommen, wie sie das zu tun haben, sondern machen das in kleinen Projekten, machen das zum Teil in sehr, sehr großen Projekten. Und das ist eine Sache, die mich auch bis heute fasziniert. Also ich glaube, damals war die Frage so, lässt sich das auf ganz, ganz viele Bereiche übertragen? Ich wäre heute wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltender, würde sagen, okay, es gibt, glaube ich, eine Reihe gesellschaftlicher Bereiche, wo man damit mal experimentieren könnte, aber glaube jetzt nicht, dass das sozusagen die Lösung ist, wie in 100 oder 200 Jahren generell irgendwie Produktionsprozesse laufen werden. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Faktor und auch wichtig, um so ein, wie nennt man das philosophisch, so ein Kontingenzbewusstsein zu erzeugen. Also überhaupt das zu verstehen, dass es andere Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun, als man sie so klassischerweise mitbekommt. Also ich habe in der Schule habe ich das nicht gelernt, dass es sowas gibt wie intrinsische Motivation, sondern man kommt irgendwie aus der Schule raus und hat das Gefühl, okay, also Leute arbeiten, Leute kriegen Geld dafür, deswegen machen sie das. Und dann gibt's daneben noch das Privatleben, das funktioniert irgendwie anders. Aber ich fand's faszinierend und find's bis heute faszinierend. Das ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe verstanden, wie das funktioniert. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch in dieser ganzen freie Softwarewelt ziemlich komplexe Strukturen, auch wenn man sich anguckt, welche Rolle Unternehmen auch spielen. Ne? Das ist also ein bisschen, man gibt sich da falschen Illusionen hin, wenn man sagt, das ist also eine rein ehrenamtlich organisierte Geschichte, sondern natürlich spielen große Softwarekonzerne da auch eine sehr wichtige Rolle. Aber ich finde diese Balance, dieses, man selber nimmt was von diesen Projekten und man ist aber gezwungen, auch was zurückzugeben und nicht nur gezwungen durch freie Lizenzen, sondern einfach, wenn man selber einen Nutzen, ob jetzt als Individuum oder als großer Konzern darin sieht, dass diese Projekte prosperieren und man selber dann auch wieder was davon zurückbekommt. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz spannender Kreislauf, der in dem Bereich existiert. Und deswegen, ich bin optimistisch für die Zukunft, was das betrifft. Also ich glaube, dass dieser ganze Freiheitsgedanke noch ein großes Potenzial hat und wir das noch in anderen Bereichen sehen werden. Wo genau, weiß ich nicht, aber der Optimismus ist da. Sondern du hast der frühen Wikipedia mitgeschrieben, auch jetzt noch, aber das tust du vermutlich nicht, weil du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ich unterstütze jetzt die Freiheit, oder? Also in der Anfangszeit würde ich das schon für mich in Anspruch nehmen, dass das zumindest 90% der Motivation war, weil es damals, wie gesagt, das ist, also ne, wir hatten ja nichts, also es gab ja nichts, es war nicht so, dass wir hatten ja nichts. Genau. Es war nicht so, dass irgendjemand einem auf die Schulter geklopft hätte und gesagt hätte, so Mensch, irgendwie toll, was du da gemacht hast oder so, sondern man hat das Gefühl, das ist ein zartes Pflänzlein, was da existiert, ein Keim, der eine größere Idee in sich birgt.
und den man versuchen musste, am Leben zu halten, wenn es irgendwie geht. Das, wie groß es werden würde, das haben wir natürlich damals nicht gewusst, ne? Also man hatte Hoffnungen, hatte Fantasien, dass das mal was sehr, sehr Relevantes werden könnte. Dass es dann so schnell wachsen würde, hat, glaube ich, keiner vorausgesehen von den Leuten, die in den ersten Jahren aktiv gewesen sind. Aber das war schon ein wichtiger Teil meiner Motivation, würde ich schon sagen. Ich meine, das andere ist natürlich, dass ich, klar, ich habe mich immer schon für viele, viele verschiedene Themen interessiert und habe eine große Freude damals, als ich überhaupt das erste Mal im World Wide Web war, gespürt, dass da also ein neues Medium ist, wo man sich frei drin bewegen kann, wo man nicht darauf angewiesen ist, um die richtige Uhrzeit den Fernseher anzumachen oder einen Videorekorder zu programmieren oder sich ein Buch aus einer Bibliothek ausleihen zu können, das gerade da ist, sondern einfach von einer Seite zur nächsten zu springen, Links zu folgen, Seiten zu suchen. Ich habe noch ein bisschen früher das sehr genossen, als ich auf die Mailbox-Szene gestoßen bin. Also ich hatte das Glück, ziemlich früh auf deutschsprachige Mailbox-Netze getroffen zu sein. Also damals gab es so das berühmteste ist das Fido-Netz gewesen, das war weltweit. Dann gab es Z-Netz. Im deutschsprachigen Raum gab es auch ein Projekt, das nannte sich Mausnet. Das heißt, da konnte man E-Mails verschicken, vor allem konnte man aber diskutieren zu verschiedenen Themen. Das funktionierte so ein bisschen so wie das Usenet, wer das vielleicht noch kennt. Also man hatte sozusagen ganz, ganz viele Foren, und man tauschte sich in diesen Foren in so ein per E-Mail sozusagen aus. Das funktioniert so ein bisschen oder wie eine Mailingliste. Und das heißt, man konnte verschiedene Themen abonnieren und konnte dann immer sehen, worüber jetzt dort gerade diskutiert worden ist und konnte sich da einschalten. Und das heißt, ich war damals 16, 17. Und das hat für mich eine große Rolle in meiner Sozialisation gespielt, einfach zu sehen, wie Leute argumentieren, um ja sowas ringen wie eine Wahrheit oder ja, zumindest um gepflegten Austausch auf einem anderen Niveau, als man das vielleicht heute aus vielen Foren im Netz so kennt. Und das hat mir sehr die Augen geöffnet und auch dafür, was sowieso einfach an verschiedenen Ansichten da draußen existiert, und genau wie man so einen diskursiven Prozess gestaltet und pflegt. Und dann war für mich irgendwie so der logische nächste Schritt halt ins World Wide Web zu gehen, beziehungsweise dann irgendwann das Usenet nutzen zu können, was zuerst ja eigentlich man nur nutzen konnte, wenn man irgendwie an der Uni war. Das heißt, ich war dann auch glücklich, als dann die ersten kommerziellen Internetprovider in Deutschland entstanden und man dort dann sich einen Account besorgen konnte und da eintauchen konnte. Genau, und dann war irgendwann Wikipedia so ein bisschen der logische nächste Schritt für mich eigentlich. Bist du früh auch in persönlichen Kontakt gekommen oder lief das erstmal nur online? Also erstmal lief es nur online. Wir haben irgendwann neben der Mailingliste und normalen privaten Mails und dann den Diskussionsseiten auf Wikipedia haben wir ein weiteres Medium für uns entdeckt. Das war der IRC, also der Internet Relay Chat. Auch mittlerweile antiquierte Technik in Zeiten von Slack und Co., aber das war für uns, hat es eine ganz wichtige Rolle am Anfang gespielt. Es existiert ja immer noch eine Reihe von Channels, in denen also live miteinander gechattet wird in einem Wikipedia- beziehungsweise Wikimedia-Community-Raum, aber das spielt, glaube ich, heute nicht mehr so eine große Rolle, wie das früher eine Zeit lang war. Also damals war das so, dass einfach viele von den Aktiven permanent ein weiteres Fenster auf ihrem Computer offen hatten und dort miteinander gechattet haben, während sie in Wikipedia aktiv gewesen sind. Das heißt, dort konnte man dann, wenn es irgendwo einen Konflikt gab, mal schnell die andere Leute darauf aufmerksam machen und sagen, hier, wir bräuchten da mal irgendwie eine weitere Meinung, oder wenn irgendwo Vandalismus gewesen ist, konnte man schnell mal einen Administrator darauf aufmerksam machen. Und dann hat es natürlich eine ganz große Rolle fürs soziale Sein überhaupt gespielt, also dass man wirklich als Community sich verstanden hat, sich ausgetauscht hat, auch über private Sachen geredet hat und einfach stärker zusammengewachsen ist. Irgendwann gab es dann das erste Treffen
Ich könnte sogar sein, dass es weltweit das erste Treffen sozusagen gewesen ist von Wikipedianern, und zwar auf dem Chaos Communication Congress. Das war 2002, Ende des Jahres. Und da hatte ich einen Vortrag eingereicht. Ich hatte im Jahr vorher war ich auf dem Kongress und hatte das Gefühl, so Mensch, das ist eigentlich ein guter Ort, wo viele Leute rumlaufen, die man für das Projekt begeistern können müsste. Das heißt, es ist ja, war damals nicht, oder der Chaos Computer Club war ja nie ein reiner Hacker-Club jetzt im engsten Sinne, sondern immer ja auch ein Netzkultur-Club, also ein Club, wo Leute sich zusammengeschlossen haben, über neue Techniken geredet haben, neue Projekte miteinander entwickelt haben und einfach sehr, sehr aufgeschlossen waren. Und da dachte ich, Mensch, das ist eigentlich, Wikipedia passt ja eigentlich ziemlich, müsste ja ziemlich gut reinpassen. Habe dann einen Vortrag eingereicht und habe dann auf dem 19 C3, also wie gesagt 2002, den ersten Vortrag zu Wikipedia gehalten. War damals ein bisschen nervös, weil ich dachte, oh je, also ne, ich will hier zwar schon versuchen, neue Leute ins Projekt reinzuholen, aber hier sind natürlich auch schon so richtige Hacker, so, ne, nicht, dass die jetzt irgendwie aus Spaß da irgendwas kaputt machen. Das war natürlich nicht der Fall. Also dem Projekt ist zwar mit Wohlwollen begegnet worden auf dem Kongress, es war aber auch nicht so, dass es jetzt am nächsten Tag wir jetzt da groß neue Autoren darüber gewonnen hätten. Und naja, vielleicht kommen wir später noch auf die Relevanzdebatte zu sprechen, die wir 2009 dann hatten, wo der Chaos Computer Club auch eine Rolle gespielt hat. Auf jeden Fall in der Zeit, ich glaube, die haben uns gemocht und haben uns so ein bisschen auch als Fleisch von ihrem Fleisch irgendwie gesehen, aber jetzt nicht so, dass da jetzt groß direkter Austausch stattgefunden hätte. Es gibt sogar noch eine Audioaufnahme von diesem Vortrag. Ach, ehrlich? Das ist gerade entdeckt, ja. Ach du meine Güte. Ich pack das mal in die Shownotes. Oh je. Ja, es war tatsächlich eine ziemlich stottrige Angelegenheit, muss ich da an der Stelle vielleicht eine kleine Warnung aussprechen. Zu spät. Also es war mir jetzt. Ja, nee, ist okay. Es ist ja total schön, glaube ich, also ich freue mich immer, wenn ich auf so alte Relikte irgendwie stoße. Aber klar, so, das war mein erster Vortrag überhaupt irgendwie vor vielen Leuten und der erste zu Wikipedia. Das heißt, ich glaube, die erste Viertelstunde ist so ein bisschen schwer zu ertragen. Danach wird es, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Aber genau, aber es waren interessierte Fragen, das weiß ich noch. Und ich hatte danach dann auch einen kleinen Workshop noch angeboten, wo auch noch eine Handvoll Leute dann dazugekommen sind. Und ich habe das nicht alleine gemacht, sondern da war die Benutzerin Elian dabei, die Elisabeth Bauer, die später auch wissenschaftlich zu Wikipedia geforscht hat, mit dem Stegbauer zusammen. Und genau, und der Jakob Voss ist dazugekommen, Bibliothekar und ja, auch ein früher Gönner des Projekts. Und das war das erste Mal, dass wir so aufeinander gestoßen sind, nachdem wir vorher uns eigentlich nur per Chat und Mail ausgetauscht hatten. Und ja, spannendes Erlebnis. Also das, keine Ahnung, heute ist das irgendwie normal, dass man Leute, die man irgendwie online kennengelernt hat, dann irgendwann im Real Life trifft. Damals war das total aufregend. Man hatte sich so verschiedene Bilder voneinander gemacht, wie wer wohl ist, und ja, und dann gab es den Reality-Check und ganz, ganz, ganz interessant. Und Elian war damals so ein bisschen die, wir haben ja gesagt, die Mutter von Sjanze. Also die hatten für die Community eine große Rolle gespielt später. Die hat ein ganz, ganz tolles Gespür gehabt, wie man in Konflikte reingeht, wie man schlichtet, wie man vermittelt. Und hat sich einfach auch fürs große Ganze verantwortlich gefühlt. Das heißt, die hat auch irgendwann mal den eisernen Besen rausgeholt und ist mal durch diesen ganzen Wikipedia- und Hilfe-Namensraum gegangen und hat mal da Texte gekürzt und Redundanzen beseitigt und aufeinander abgestimmt und so weiter. Und ja, einfach in die Hände gespuckt und angepackt. Und der Jakob Voss war auch ähnlich vom Typ her ähnlich, der sehr pragmatisch an Sachen rangegangen ist und anstatt irgendwie ewig
zu diskutieren, bevor mal irgendwas gemacht wird, und die Gefahr dann immer da ist, dass irgendwie Sachen, Initiativen auch versanden, hat er häufig einfach gemacht und gesagt, hier, ich bin der Meinung, mach das so und so, und wenn ihr das anders seht, dann können wir darüber reden, aber Hauptsache, es ist schon mal was passiert. Also sehr diesem Gedanken, das sei mutig folgend, der ja in Wikipedia zwar immer noch hochgehalten wird, aber ja, ich habe manchmal das Gefühl, ein bisschen halbherziger, weil natürlich irgendwie ein riesen Regelkonvolut existiert und Leute doch häufig dazu tendieren, eher ängstlich zu sein und zu sagen, naja, also okay, irgendjemand wird da jetzt bestimmt was gegen haben, wenn ich das mache. Ne, frage ich lieber erstmal und bevor ich jetzt einfach drauf los arbeite. Und das ist in manchen Stellen sicher richtig, in anderen Stellen führt es halt dazu, dass bestimmte Prozesse, die eigentlich man schon längst hätte auf den Weg hätte bringen können, eigentlich ja immer noch so in Limbo sind, also nicht angepackt werden und alle sind der Meinung, keine Ahnung, die Relevanzkriterien sind zu komplex und zu unübersichtlich, aber keiner traut sich zum Beispiel daran, mit einem neuen Vorschlag einfach mal loszulaufen. Und es gibt ja die Meinungsbilder, die dann eingeholt werden müssen, die natürlich wichtig sind, um bestimmte Prozesse zu legitimieren. Aber mein Gefühl ist, dass alles ziemlich bürokratisch geworden ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da den alten Zeiten total hinterher traue. Ich glaube, viele Sachen, die wir damals gemacht haben, das geht natürlich bei der Größe, die das Projekt heutzutage hat, nicht mehr. Aber so ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen frischer Wind würde dem Projekt wahrscheinlich auch gut tun. Elian ist zuletzt im März 2014 aktiv gewesen. Jakob Voss ist aber noch aktiv. Triffst du dich noch? Also, oder hast du allgemein Freundschaften so über Wikipedia geschlossen? Ja, habe ich. Also Elian, die treffe ich tatsächlich auf dem Chaos Communication Congress alle paar Jahre mal. Mit Datura zusammen, auch einer, der noch aktiv ist und ja, ein wichtiger Administrator ist, beziehungsweise auch lange war. Und genau, Jakob Voss, den treffe ich regelmäßig. Ich treffe auch regelmäßig zum Beispiel die Benutzerin Nina. Die ist leider nicht mehr aktiv. Die hatte sich lange Jahre verschrieben dem Projekt oder dem, wie soll ich sagen, dem Zurückkämpfen von dem Einfluss von Esoterikern und irgendwelchen Anhängern von Hokus Pokus im weitesten Sinne. Hat eine wichtige Rolle gespielt, hat manchmal sehr harte Kämpfe da ausgefochten. Die ist leider nicht mehr aktiv, aber genau, Matthias Schindler gibt's noch, den sehe ich dann zufällig meistens mit der Nina zusammen. Und genau, ja. Das heißt, da gibt es Freundschaften, die entstanden sind und die auch bis heute halten. Schön. Das war eine andere Zeit in der Wikipedia, oder? Als heute? Ja, ach, weiß ich, ich, keine Ahnung. Ich will jetzt hier nicht so nostalgisch rüberkommen. Also wie gesagt, ich mochte die Anfangszeit sehr, weil einfach viel Prozesse wir uns einfach ausgedacht haben. Also, ne, die Frage so, was macht man jetzt, wenn es irgendwo einen Konflikt gibt? Was macht man, wenn mal zwei Administratoren miteinander einen Konflikt haben? Wie soll ein Artikel aufgebaut sein? Ne? Wie sieht ein klassischer biografischer Artikel zum Beispiel aus? Wie organisiert man sich in thematischen Einheiten? Also sprich, was ist eigentlich eine Redaktion? Oder früher gab es Wiki-Projekte, nannten wir die haben noch vor den Redaktionen eine große Rolle gespielt. Dann die Portale, die irgendwann kamen und so weiter. Also das war einfach eine schöne Phase, wo man einfach so ne am leeren Blatt irgendwie saß und einfach mal drauf losmalen konnte mit mehreren Leuten und man sich überlegt hat, okay, wie organisieren wir uns? Und ja, also die Erfahrung möchte ich nicht missen. Es ist allerdings auch nicht so, dass ich jetzt denke, so damals war so die gute Zeit und heute sei das anders. Also ich bin nach wie vor sehr fasziniert vom Projekt. Ich bin als auch andersrum gesagt von der Komplexität des Projekts auch sehr fasziniert. Und immer zu gucken, so wo gibt's Möglichkeitsfenster, ne? Also wo plötzlich entsteht so ein
so eine Offenheit für Änderungsprozesse, wo gibt's plötzlich einen Anlass, wo irgendwas mal schiefgegangen ist und jetzt sagt man, okay, gut, wir müssen da mal ran und dann plötzlich ändern sich Sachen. Es ist ja nicht so, dass das Projekt jetzt irgendwie erstarrt wäre. Es ist aber halt so, dass glaube ich, das immer so Momente gibt, wo Änderungen einfacher möglich sind und das dann immer darauf ankommt, dass Leute dann die Initiative ergreifen und diese Gelegenheiten dann beim Schopfe packen. Wenn du heute nochmal 16 wärst, würdest du jetzt auch Wikipedianer werden? Ich glaube schon, ja. Also ich finde nach wie vor, dass das Aktivsein im Projekt und gut, bei mir kommt dann noch das Engagement im Verein, also Wikimedia Deutschland noch hinzu, ist was sehr, sehr einem eine hohe Befriedigung gibt. Also ich will jetzt nicht irgendwie zu pathetisch werden. Ja, genau. Also man muss, glaube ich, das tatsächlich sagen. Wir alle sind auf der Suche nach einer Art von Sinn in unserem Leben und irgendwas, was uns erfüllt und was, wo man das Gefühl hat, man schafft irgendwas oder trägt irgendwo zu bei, was auch einen längerfristigen Bestand hat. Und ich finde nach wie vor, dass Wikipedia und die Schwesterprojekte da ein Ort sind, wo man dieses Gefühl hat, dass das funktioniert, also dass das was ist, dass man an diesem großen Projekt Aufklärung teilhat und was Sinnvolles zu beisteuert und das auch tatsächlich ja real weltliche Auswirkungen hat. Also wenn man mal schaut, wer alles Wikipedia nutzt, also privat natürlich sowieso quasi jeder und aber halt auch keine Ahnung, Gerichtsurteile, in denen Wikipedia-Artikel zitiert werden, ne, wo man dann denkt, so, ups, hoppla, ist das eigentlich richtig so? Sollte ein Richter sich auf Wikipedia in einem Urteilstext beziehen? Ich glaube, man kann das machen, ne? Also wenn es darum geht, zum Beispiel zu verstehen, was sich hinter bestimmten Begrifflichkeiten verbirgt, ist Wikipedia in vielen Fällen die beste Quelle, die es da draußen gibt. Und aber das, man muss halt sich einfach, glaube ich, als Autor im Klaren sein, ne? Man schreibt halt nicht nur für sich und man schreibt auch nicht nur für die anderen Wikipedia-Autoren, ne? Auch wenn das zwar die sind, von denen man das Feedback dann bekommt. Sondern man schreibt vor allem halt für die Öffentlichkeit. Und in der Öffentlichkeit werden jeden Tag viele, viele, viele Entscheidungen getroffen, wo Leute sich auf Wikipedia verlassen und das Konsequenzen hat, das, was wir da tagtäglich zusammentragen. Und das ist natürlich, wenn man das sich das tagtäglich vergegenwärtigt, wäre das, glaube ich, eine ziemliche Bürde. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die man auch nicht verdrängen darf, dass wir eine Verantwortung auch unseren Lesern gegenüber haben, auch einigermaßen einen Qualitätsstandard durch den gesamten Artikelbestand zu halten. Du hast ja dich nicht auf Wikipedia beschränkt, sondern auch an anderen Projekten teilgenommen, beziehungsweise auch eigene Projekte gestartet. Du hast mal einen Tauschring gegründet, du hast mit Spiegel zusammengearbeitet. Warst du eigentlich zuerst angestellt dort oder war erst dieses Projekt? Also mit dem Tauschprojekt meinst du das Leihnetzwerk? Das war mal so eine Webseite, die ich online gestellt habe. Das war eine Software, auf die ich gestoßen war, wo also auch wieder eine freie Software, wo Leute in San Francisco ein Portal gestartet hatten, wo man Bücher, CDs und DVDs einstellen konnte, die man besitzt und die man aber verleihen würde. Und das heißt, man konnte dort einen Account eröffnen und konnte so stöbern, was ist denn im Umkreis von einem Kilometer um meinen Wohnort drumherum, was gibt's da für Leute, die Dinge zur Verfügung stellen, die ich mir leihen kann, beziehungsweise was würde ich von meinen Sachen, die ich habe, mal für eine Zeit verleihen. Genau, Sachen, die man im Notfall auch entbehren kann, aber eigentlich auf Vertrauen basieren, ne, dass man die auch wieder kriegt. Genau, und es ist so ein bisschen, ich fand halt den Aspekt des Dinge-Teilens miteinander natürlich da wichtig. Ich fand aber auch den sozialen Aspekt genauso wichtig, also weil das nur, das ist darüber, neue Leute kennenzulernen, die offenbar an ähnlichen Themen wie man selber Interesse hat, sozusagen vermittelt über den Tausch eines Mediums, fand ich einen ziemlich, ziemlich schlauen Gedanken. Man kam im Zweifel auch an Bücher ran, die es in der Bibliothek gar nicht gab, weil sie so speziell sind. Aber jemand im Umfeld hat die vielleicht gekauft. Genau.
Und das Schöne ist, wenn man sich dann trifft zu einer Übergabe, dann kann man sich ja sogar noch dazu dann thematisch austauschen und wer weiß, vielleicht lernt man jemanden kennen, mit dem man sowieso sich gerne austauscht. Und das war so ein bisschen der Gedanke dahinter und ich fand es faszinierend. Wie gesagt, man konnte das auch lokal dann eingrenzen, die Treffer, die man bekam. Und dachte, Mensch, das wäre eigentlich mal was für einen deutschsprachigen Raum. Dann habe ich mich hingesetzt, habe die Software übersetzt und habe dann die Webseite online gestellt, leihnetzwerk.de. Und genau, und da gab es eine Reihe Leute, die dann da Accounts eröffnet haben und Medien eingestellt haben. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast selber da, glaube ich, auch einen Account dann eröffnet. Genau, ich habe auch Sachen verliehen, auch eine DVD verlustig gegangen. Ich hatte jemanden in Dresden, der dann plötzlich verzogen war, aber insgesamt bin ich an DVDs gekommen, die sonst schwer aufzutreiben gewesen wären. So englischsprachiges Zeug und so. Ja, also das war der Gedanke. Das ist natürlich klar, die Gefahr immer da, dass man Sachen nicht zurückbekommt, wenn man das von privat zu privat tauscht. Das soll es ja sogar im eigenen Freundeskreis manchmal geben, dass man Sachen nicht zurückbekommt. Sogar in der Familie, aber, ja. Genau, aber so ist es halt und ich muss sagen, bei mir gibt es auch wenig Sachen, an denen ich so hänge, dass ich denen total nachtrauen würde. Aber jedenfalls fand ich die Idee, fand ich schön und habe es online gestellt. Es kam mir leider in die Quere, dass kurz nachdem ich die Webseite online gestellt hatte, wir den Verein Wikimedia Deutschland gegründet haben. Warum eigentlich? Weißt du noch, warum der gegründet wurde? Also es ist ja erstmal ein verrückter Gedanke, zu so einem Online-Enzyklopädie einen deutschen Verein zu gründen. Das stimmt allerdings. Und es war uns ehrlich gesagt auch so ein bisschen am Anfang zuwider irgendwie dieser weil dieses, ne, dieses Vereinsmeierhafte, so was man da so an Vorstellungen hat, wo man dann Leute sich regelmäßig treffen mit einem Wimpel auf dem Tisch und ja, irgendwie hatten wir das Gefühl, das passt nicht so richtig, ne? Aber andererseits merkten wir, wir brauchen irgendeine Art von Organisation in Deutschland, über die wir nicht zuletzt Spenden sammeln können. Wir hatten damals, kam gerade so aus einer Zeit raus, wo wir gemerkt haben, ja, das Projekt muss irgendwie finanziert werden, mittelfristig. Und Spenden war so das Naheliegendste. Klar, aber das ist dann auch naheliegend wäre gewesen, Werbebanner zu schalten. Das haben wir zum Glück damals nicht gemacht. Also wir, sage ich jetzt mal, vor allem meine ich dabei natürlich den Jimbo Wales. Und gab damals ja auch große Diskussionen dazu, ob das mal in Erwägung gezogen würde. Und dann gab es die spanischsprachige Wikipedia, die sich eine Zeit lang auch dann abgespalten hatte, weil sie befürchtet hat, dass irgendwann Werbung geschaltet werden könnte. Naja, also auch ein bisschen Fehlkommunikation, was da damals gelaufen ist. Und ja, aber wir haben uns dann entschieden, halt den Weg über Spendenaufrufe zu gehen. Es war halt dringend notwendig, weil ne, Jimbo Wales beziehungsweise Boomis, die Firma von ihm, die das am Anfang sozusagen aus der Portokasse finanziert hat, dass diese Kosten nicht mehr tragen wollte. Es gab drei Wikipedia-Server, von denen mal um die Zeit Weihnachten, Neujahr rum, das müsste auch 2002, 2003 gewesen sein, so, dass plötzlich spitz auf Knopf stand, dass die zwei von den drei Servern ausgefallen sind. Das heißt, es gab nur noch einen, der die Webseite am Laufen hat lassen und ich bin mir nicht sicher, ob es ausreichend Backups gegeben hätte. Also wenn der auch in die Knie gegangen wäre, dann ja, wäre da wahrscheinlich einiges verloren gegangen. Und das war so ein bisschen so der Initialmoment, wo dann in der englischsprachigen Wikipedia man sagte so, ey, also Boom ist schon gut, aber wir brauchen mal eine vernünftige Organisation, die wirklich sich darum kümmert und dass wir nicht hier nur drei Server haben, sondern deutlich mehr und auch Leute, die Angestellte sind für die Administration, sich um Backups kümmern und so weiter. Und das heißt, in den USA ist dann die Wikimedia Foundation gegründet worden, also die Stiftung, würde man auf Deutsch sagen, wobei man auf Deutsch bei einer Stiftung immer denkt, ah ja, da gibt es ein Stiftungskapital. Das gab es damals noch nicht, sondern das ist eigentlich auch eher eine Art Verein gewesen, die gegründet haben. Und Boomis hat dann die Server denen vermacht und ja, und dann hat man überlegt, wie man jetzt einen Spendenaufruf macht.
Damals war es auch so, dass wenn Wikipedia mal offline war, weil irgendwie die Server überlastet waren, dann wurde immer eine Seite eingeblendet mit dem Hinweis, wo und wie man spenden kann. Und das war damals ein ganz relevanter Teil. Also heute kennt man das ja quasi gar nicht mehr, dass Wikipedia irgendwie offline ist. Und damals war das aber so, dass automatisch die Leute dann gerade dann, wenn man gemerkt hat, okay, also wir haben wieder zu wenig Kapazität, was die Server angeht, dann wieder das gesehen haben, oh je, also okay, man sollte mal was spenden, damit wieder neue Server gekauft werden können. Und das ging dann irgendwann halt über in diese Spendenaufrufe, die es ja bis heute gibt, der jetzt auch aktuell ja am Laufen ist, wo man dann immer November, Dezember eingeblendet bekommt, dass also Wikimedia Geld braucht zur Finanzierung von Hardware, Infrastruktur, aber auch natürlich Leuten, die angestellt sind, die die Software weiterentwickeln, die Server administrieren, die aber auch solche Sachen machen wie Öffentlichkeitsarbeit, wie sich um Presseanfragen zu kümmern, sich um juristische Auseinandersetzungen zu kümmern. Also Dinge, die auch so, glaube ich, nach außen häufig gar nicht so sichtbar sind. Also es gibt also natürlich gibt's Abmahnungen, die Wikimedia Foundation erreichen. Es gibt Abmahnungen auch, die den deutschen Verein erreichen oder vor allem in der Vergangenheit erreicht haben, bis wir dann irgendwann mal gerichtlich ausgefochten haben, dass klargestellt war, Wikimedia Deutschland haftet also nicht unmittelbar für Inhalte in Wikipedia. Und das sind natürlich alles Dinge, die Geld kosten. Und daneben, gerade was den deutschen Verein angeht, machen wir auch Lobbying für freies Wissen, also versuchen bei politischen Entscheidungen. Das passiert inzwischen. Damals kam ich auch so in Erinnerung, dass es zum einen mal darum ging, den Serverbetrieb sicherzustellen. Die waren dauernd am Ausfallen, die Server. Es gab keinen lustigen Fail-Whale. Oder meistens, also diese Spendenseite habe ich nie gesehen. Also ich habe immer nur gesehen, dass Wikipedia nicht erreichbar war. So. Was damals noch nicht so die große Katastrophe war, weil die Wikipedia noch nicht so die Rolle gespielt hat, aber alle, die am Projekt beteiligt waren, für die war das doof, weil das halt ihnen ihr liebstes Spielzeug weggenommen hat. Dann und die Pressearbeit war ein wichtiges Thema auch, ne, weil ständig Anfragen kamen und es hatte sich schon ein kleines Netzwerk gebildet von Leuten, die ihm dann antworten konnten, aber das nahm dann noch überhand. Ja, genau, das war schon ziemlich viel damals. Wie gesagt, ab und zu habe ich meine Pressemitteilung geschrieben und rausgeschickt, aber es gab dann auch dann Interviewanfragen, die ich zum Teil selber beantwortet habe, zum Teil verteilt habe an Wikipedia-Autoren. Und ja, das war so die Anfangszeit. Und irgendwann war halt klar, okay, also die Pressearbeit sollte man vielleicht auch eher in Vereinshände übergeben, weil ich das irgendwann nicht mehr sagen konnte, dass meine private Telefonnummer eigentlich die einzige Telefonnummer war, die man als normaler Wikipedia sehen konnte und bei mir dann auch zum Teil sehr lustige Leute angerufen haben. Also mir wollten Leute Reifen verkaufen, Eismaschinen wollte mir jemand verkaufen, jemand wollte den privaten Kontakt von Dolly Buster für irgendeine Wohltätigkeitsveranstaltung mal haben. Solche Sachen. Irgendwann eine Frau rief mal an, irgendwie, ja, sie sei gerade im Auto unterwegs und hätte sich irgendwie ausgedruckt den Wikipedia-Artikel zu Max Schmeling-Halle und wollte dahin. Und aber sie wüsste jetzt auch nicht weiter irgendwie und ob ich ihr den Weg mal beschreiben könnte. Also so solche Sachen, ne, dass irgendwie Leute, und ich glaube, da das muss man auch mal bedenken, ne, dass sich viele Leser keine Gedanken darüber machen, wie eigentlich diese Artikel, die sie da aufrufen, wenn sie über Google irgendwas gesucht haben, wie die zustande gekommen sind. Ja, also auch heute, glaube ich, sollte man da nicht zu viel Medienkompetenz voraussetzen und sagen, naja, ne, das ist ein Community-Prozess und das muss also jeder dann bedenken, wie das zustande gekommen ist und dass es vielleicht nicht alles immer verlässlich ist und so weiter. Sondern ich glaube, der normale Durchschnitts-Internet-Nutzer, der ja geht halt davon aus, dass was Google da auf Platz 1 gerankt hat, das wird auch einfach automatisch das Allerbeste sein zum Thema und das Verlässlichste und damit arbeitet man dann weiter. Ja, genau, so viel dazu. Und dann ja Pressearbeit, genau, könnte jetzt versuchen, irgendwie einen roten Faden zu spinnen, warum ich dann jetzt beim Spiegel gelandet bin. Da würde ich aber jetzt das nicht überstrapazieren. Also ich arbeite halt für einen Spiegel als Datenjournalist. Und klar, mich hat irgendwie die Pressearbeit damals für Wikipedia schon interessiert. Und ich hatte da also keine Berührungsängste zu der Branche, im Gegenteil. Aber
ich bin jetzt nicht zum Spiegel gekommen, weil ich damals Pressesprecher von Wikipedia gewesen bin, sondern ich bin irgendwann angesprochen worden, als der Spiegel ein Lexikonportal online gestellt hat und hat zum Teil auch Wikipedia-Artikel eingebunden hat und eine Redaktion zusammengestellt hat von Leuten, die so zu aktuellen Begriffen Artikel schreiben sollten. Und genau, das nannte sich damals Spiegel Wissen. Und darüber bin ich dann zum Spiegel gekommen und habe jetzt die letzten Jahre mich als Datenjournalist verdingt. Also habe ein bisschen Programmieren mir beigebracht, habe verschiedene Skripte am Laufen, die zum Beispiel Redakteure informieren, wenn sich auf den Seiten vom Bundestag zum Beispiel was ändert, oder beschäftige mich auch zum Teil mit der Weiterentwicklung des Archivs. Also wir haben gerade so ein Projekt am Laufen, wo es um maschinengestützte Deskribierung geht, also Maschinen, die Artikel verschiedenen Themen automatisiert zuordnen und solche Dinge. Was war das für ein Projekt bei Spiegel? Bitte? Was war das nochmal für ein Projekt bei Spiegel? Ich habe es nicht ganz verstanden. Also das Portal, über das ich zum Spiegel gekommen bin, das nannte sich Spiegel Wissen. Also ein Portal, was zum ersten Mal das gesamte Spiegelarchiv online gestellt hat, also das Archiv aller Spiegelartikel seit 1947. Und das ergänzt hat um Wikipedia-Artikel und um von einer kleinen Redaktion geschriebene enzyklopädische Artikel zu aktuellen Themen, die gerade in Nachrichten waren, also die sozusagen den Wikipedia-Bestand ergänzt haben. Und darüber wurde ich dann angesprochen, ob ich nicht mit in dieser Redaktion arbeiten möchte. Und genau, und dann bin ich beim Spiegel geblieben. Das Portal selber gibt es mittlerweile nicht mehr. Das ist dann aufgegangen in die Themenseiten von Spiegel Online. Und ich selber arbeite jetzt in der Dokumentation vom Spiegel. Das ist so die Fact-Checking-Einheit, wo ganz viel geprüft wird. Also jeder Spiegelartikel wird von jemandem in die Hand genommen, von einem Experten in der Dokumentation. Das sind so 60 Leute, die einfach thematisch hochspezialisiert sind und einen Artikel Wort für Wort durchgehen und den gegenprüfen, bevor der dann im gedruckten Heft erscheint jede Woche. Und genau, und in der Abteilung arbeite ich. Ich bin selber allerdings jetzt kein Fact-Checker, sondern beschäftige mich, wie gesagt, mit so datenjournalistischen Themen und auch mit technischer Weiterentwicklung, also auch was das interne Pressearchiv angeht. Oder was auch die Nutzung von so Investigativsoftware angeht. Also jetzt gerade in diesen Tagen ist ja das Football Leaks Projekt jetzt online gegangen, wo also viele Kollegen oder ein Team von Kollegen im Haus recherchiert haben zu Steuerhinterziehung im Profifußball. Und da war ich involviert und habe zum Beispiel mich so mit Recherchestrategien beschäftigt und Hilfestellung geleistet, was so das Durchgehen von Listen von zu Personen angeht, dass man einfach, man hat, also da muss ich vorstellen, man hat sozusagen 1-2 Terabyte an Dokumenten, also viele Millionen PDFs, E-Mails und so weiter, die man irgendwie recherchieren muss. Und dann vor 15 Jahren hätte man noch angegeben, wie viel in ausgedruckten Schreibmaschinenseiten das wären. Ja, ich glaube, irgendwo habe ich auch gelesen, jemand hat das versucht, irgendwie in Bibeln umzurechnen. es sind Datenmassen, die man sich jetzt schwer so richtig vorstellen kann. Das heißt, die Variante, ich versuche mal die wichtigsten rauszufinden, druck mir die aus und schreibe dann den Artikel als Redakteur, das ist halt so nicht mehr gangbar. Und das heißt, man bekommt also da große Auszüge aus E-Mail-Archiven zugespielt oder von Festplatten, interne Austauschlaufwerke aus Unternehmen, wo man einfach nicht genau weiß, was ist da eigentlich alles drin, und muss irgendwie versuchen, sich dann da einen Reim drauf zu machen und die wichtigsten Artikel rauszufischen oder die wichtigsten Dokumente rauszufischen. Und dann gibt's da mittlerweile Software für, die eigentlich für so Staatsanwaltschaften zum Beispiel von denen genutzt werden, oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die bei Wirtschaftskriminalitätsfällen hinzugezogen werden für interne Untersuchungen, und die
dann halt so eine Software nutzen, um einfach so einen großen Berg nach und nach durchzuarbeiten und thematisch zu sortieren und so weiter. Und wir nutzen tatsächlich dann eine Software aus dem Bereich. Und ich habe mich damit beschäftigt, dann jetzt für dieses Football Leagues Projekt auch gerade, um mal rauszufinden, okay, was sind so Namenslisten, die man einfach mal automatisiert abfragt und guckt, wie viel Treffer man bei bestimmten Personennamen bekommt. Unter anderem ist halt den Cristiano Ronaldo, den wir dann darüber gefunden haben. Und genau, und das, um so ein bisschen strukturiert diesen Prozess zu organisieren und nicht nur einfach die Namen durchzugehen, die einem so einfallen oder thematischen Begriffe, die einem einfallen, sondern dass man da eine bestimmte Systematik auch einhält. Genau, und das sind so die Sachen, die ich beim Spiegel mache. Bist also beruflich auch mit Wissensmanagement beschäftigt? Im weitesten Sinne, ja. Du hast also Wikimedia Deutschland, den Verein, mitgegründet, warst auch, glaube ich, im ersten Vorstand gleich mit drin? Genau, war 5 Jahre dann Vorsitzender des Vereins. Und dann gab es eine Wahl, wo dann du abgelöst wurdest durch Sebastian Molesky. Genau. Und dann gab es eine Zeit lang, wo du auch nicht sonderlich aktiv warst im Vereinsbereich, ne? Genau, ich habe dann mir so eine Auszeit von 5 Jahren genommen. Das ist ja, ne, wenn man abgewählt wird, es ist, glaube ich, auch also für sowohl für einen Verein als auch fürs eigene Wohlbefinden, glaube ich, dann immer ganz gesund, wenn man sich mal ein bisschen raushält aus allem und die Dinge mal laufen lässt. Und ja, bin jetzt vor 5 Jahren wieder zum Verein noch dazugekommen und bin jetzt seit 2 Jahren und jetzt gerade frisch im Amt bestätigt, stellvertretender Vorsitzender. Nochmal, ja, also diese Abwahl damals oder ja, Wahl und Abwahl, hast du das irgendwie reflektiert oder warum ist es dazu gekommen? Oder ist es jetzt kein Thema, worüber man jetzt ja, noch sprechen doch, nee, müsste, nach all den Jahren? Klar, nee, sicher, ich hab jetzt nicht für mich irgendwie mir so ein Narrativ zurechtgelegt, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, da und darum, das und das. Ja, ich glaube, das fiel so ein bisschen in die Anfangszeit rein, als ich im Studium zu Ende war und halt anfing beim Spiegel zu arbeiten. Und einfach auch gemerkt habe irgendwie, dass das von der Zeitbelastung schwer unter einen Hut zu bringen ist. Also das war damals noch eine Phase, in der Verein sehr stark gewachsen ist. Also sowohl was die Mitglieder als auch das Jahresbudget, als auch die Mitarbeiter anging. Und also da auch ich als Vorstand sehr, sehr gefragt gewesen bin. Und das war sicher ein Faktor, weswegen Leute gesagt haben, so Mensch, haut das zeitlich hin und könnte jemand anders da sich noch stärker Zeit freischaffen, um sich einzubringen. Genau. Also das ist für mich so, dass mein Haupterklärmuster, mag sein, dass es noch andere gegeben hat, aber das, ja. Dann war es ein bisschen auf Entzug, aber dann war es auch ganz schön. Denke ich mal, wenn ich jetzt auf meine eigenen Erfahrungen zurückblicke, so wieder was anderes machen zu können. Ja, na klar. Also das ist schon, also die ersten 2-3 Wochen hat man da natürlich schon dran zu knausen, ne? Also so, man wird abgewählt und denkt so, Mann, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwie Sachen irgendwie völlig falsch eingeschätzt und so weiter? Ist dann gut, wenn man dann Zuspruch bekommt aus dem Umfeld und Leute einen da stützen und wieder aufbauen und sagen so, Mensch, ne, das ist einfach ein normaler demokratischer Prozess und auch nach 5 Jahren jetzt auch nichts irgendwie Überraschendes ist, dass man mal in einem Amt nicht bestätigt wird. Aber genau, und ich so nach diesen ersten 2-3 Wochen habe ich auch das Gefühl gehabt, habe ich dann auch langsam die positiven Seiten gesehen, dass also diese Belastung nicht mehr da war und man einfach auch wieder ja mehr Zeit hatte, auch Wikipedia-Artikel zu schreiben und sich sonst den schönen Sachen im Leben zu widmen, was es halt noch außerhalb von der ganzen Wikimedia und Wikipedia-Welt gibt. Gibt es eigentlich in der Wikipedia Bereiche, wo du besonders aktiv bist? Oder schreibst du Artikel? Bist du eher so ein Putzer? Bist du überhaupt aktiv in der Wikipedia als Autor?
Ich bin aktiv, allerdings jetzt merke ich wieder in der Zeit, in der, seit ich jetzt wieder im Wikimedia-Präsidium bin, dass einfach ganz klar irgendwie von der Zeit abknapst, die ich sonst in Wikipedia zum Schreiben mir genommen habe. Ich bin thematisch nicht wirklich festgelegt. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich mache, wenn ich zum Beispiel einen Kinofilm gesehen habe. Also ich gehe sehr gerne und oft ins Kino, dass ich dann danach mir den Wikipedia-Artikel durchlese und gegebenenfalls Korrekturen vornehme oder Rezensionen ergänze und so weiter. Ich finde, das ist so auch ein ganz, ganz interessantes Thema von der Seite her, dass wir ja häufig sagen, Wikipedia macht nicht selber Theoriefindung, also keine eigene Forschung, sondern stützt sich immer nur auf Quellen anderer. Hm. Und das ist aber im Filmbereich, lustigerweise kann man das ja gar nicht durchhalten. Also wenn man eine Handlungsbeschreibung gibt, dann gibt es da draußen quasi kein Medium außer uns, wo durchgehend für Filme komplette Handlungen wiedergegeben werden. Auch IMDb macht das auch nicht. Internet Movie Database. Nee, nicht in der Form, also vor allem auch nicht in dem Umfang. Ich wüsste da draußen nichts, was das vergleichbar macht. Ne? Natürlich gibt es immer für jeden Film hier und da irgendwas, wo manchmal sogar in Rezensionen die Redakteure zu viel verraten, also spoilern, wie man dann so schön sagt. Aber ich glaube, das ist ja natürlich, in der Wikipedia war auch tatsächlich in den Anfangsjahren umstritten, wie weit wir das überhaupt machen sollten, dass also im Filmbereich komplette Handlungen dargelegt werden, ne? Weil das, wenn dann jemand mal versehentlich, bevor er ins Kino geht, sich die Handlung komplett durchliest, dann ne, kann das ja sein, dass das so das Filmvergnügen trübt. Und dann war die Frage, okay, müssen wir vielleicht so Spoiler-Hinweise, Spoiler-Alerts einbauen, wo Leute dann gewarnt werden, dass also hier eine Handlung komplett wiedergegeben wird. Und irgendwann war die Diskussion dann aber durch, dass man gesagt hat, naja, also A, die Leute müssen das jetzt auch irgendwann gelernt haben, dass Wikipedia-Artikel zu Filmen komplette Handlungen wiedergeben. Und wer das auch beim Lesen nicht selber irgendwann merkt, dass also einem immer mehr und mehr verraten wird und dann einfach abbricht, der ist auch irgendwie ein bisschen selber schuld. Naja, aber ich finde, wie gesagt, das an sich interessant, dass also, dass dort, wenn ein Film ins Kino kommt, Leute anfangen, halt diese Handlungen aus der Erinnerung raus wiederzugeben. Und das finde ich auch so ein schönes Beispiel für diesen Wiki-Prozess insgesamt ist, ne? Weil da am Anfang da halt häufig Erinnerungslücken bei Leuten sind oder Sachen falsch zusammengefasst werden und so weiter und so peu à peu, gerade wenn man sich solche Artikel zu Filmen durchliest, die Handlungsbeschreibung immer besser und besser und besser wird. Genau, da versuche ich halt häufig auch mal so ein bisschen mitzuhelfen, Sachen zu ergänzen, halt zu korrigieren. Ist auch ein interessanter Aspekt übrigens, dass halt jetzt nur in der Wikipedia so Filmhandlungen übergreifend oder im großen Maßstab zusammengefasst werden. Eigentlich, also ich wette, ich könnte jetzt sofort 5 Wikipedianer aktivieren, die sagen, dass das falsch ist, dass das da nicht hingehört. Ja, aber eigentlich wäre das eine Nische und die Wikipedia lebt eigentlich davon, dass es so ein Ökosystem gibt, dass es dann eine Datenbank für Filmhandlungen gibt, ne, auf die sich die Wikipedia dann beziehen kann. Absolut, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Wert, dass es dort existiert. Und es ist so ein bisschen, es wäre, finde ich, halt genau falsch rumgedacht zu sagen, ja, das verstößt aber gegen eins unserer Prinzipien, dass wir keine Theoriefindung betreiben und deswegen muss es weggelöscht werden. Ich finde halt, der Schluss müsste halt eigentlich andersrum sein, dass man sagt, okay, in dem Bereich, A, schließen wir eine Lücke, B, machen wir das gar nicht so schlecht, vielleicht ist dieses Prinzip an der Stelle falsch. Das muss ja gar nicht generell falsch sein, aber das einfach diese Schere im Kopf da mal zu beseitigen und zu sagen, ja, also vielleicht ist Theoriefindung unter bestimmten Bedingungen in bestimmten Bereichen doch ganz okay. Und was heißt das eigentlich fürs Projekt? Finde ich einen total, total spannenden, belebenden Gedanken, den aber bestimmt sich ganz viele nicht trauen zu denken. Ja, wie du so gerade sagtest, die Wikipedia schließt da eine Lücke, weil es eben keine externe, vollständige Datenbank gibt. Macht sie das dann, passiert es in der Wikipedia? Während in anderen Bereichen, wo es externe Datenbanken gibt, sich eben darauf bezogen wird. Genau. Denkmallisten genau. Beispielsweise, wenn sie nicht gerade wegen Datenschutzes geheim gehalten werden. Genau. Ich habe übrigens gerade eben geschaut,
Bearbeitungszähler, was eigentlich nicht die große Rolle ist. Ich wollte nur mal gucken, in welchen Wikipedia du aktiv bist, aber dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Du hast in der deutschen Wikipedia 11.881 Edits. Ich habe ungefähr 13.000 irgendwie Edits. Was mich sehr überrascht hat, war, dass vor 3 Wochen jemand schrieb, dass ich ja eigentlich gar kein richtiger Wikipedianer bin, weil ich so wenige Edits habe. Aber jetzt bin ich ziemlich sicher, dass dieser Mensch sich mal seine Definition über Wikipedianer überlegen sollte. Ja, ich, also keine Ahnung, diese Fixierung auf den Edit-Counter, keine Ahnung, ich konnte damit noch nie so richtig viel anfangen. Ich bin in unserem Projekt schon ein Anhänger der Meritokratie. Das ist so ein bisschen ein böses Wort, aber das ist auch eine Sache, jetzt kommen wir wieder zum Thema vom Anfang, wie eigentlich freie Softwareprojekte funktionieren. Und ich glaube halt, dass ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass doch in der Regel, wenn Freiwillige sich organisieren und einfach da eine intrinsische Motivation eine große Rolle spielt, dass es dann total wichtig ist, dass die Leute, die machen, also die sich die Hände schmutzig machen, die anpacken, die aufräumen, auch die sind, die die Entscheidungen darüber treffen, wie sie arbeiten. So, und deswegen, ich will ich jetzt gar nicht so das verdammen, dass jetzt irgendwie auf diesen Edit-Counter immer so geschielt wird. Ich finde es schon wichtig, das auch wahrzunehmen, wenn jemand in einem Projekt viel geleistet hat und viel gemacht hat. Und dann finde ich es auch okay zu sagen, okay, du bist in dem Bereich aktiv, ich will dir jetzt von außen nicht reinreden, ne? Sondern man kann dann irgendwie von außen kann man Hinweise geben und so weiter, aber diese Autonomie des Autors, die in Wikipedia hochgehalten wird, die hat das halte ich schon für eine sehr wichtige. Keine Frage, trotzdem gibt es natürlich projektübergreifende Sachen, die man entscheiden muss und so weiter und wo man Konsens braucht, aber dieses anderen Leuten reinreden, was es ja auch hin und wieder dann gibt, wo Leute dann thematisch einfach völlig bedingungslos irgendwie in Sachen rumwildern, wo sie eigentlich nicht bisher gearbeitet haben und anfangen, Leuten Vorschriften machen zu wollen. Das ist eigentlich fatal und von daher, also ist das schon, glaube ich, schon wichtig, das anzuerkennen, wer wo viel gearbeitet hat und ich finde auch diese Eulen, die jetzt jedes Jahr an besonders verdiente Autoren vergeben werden, finde ich dann eine sehr schöne Sache zum Beispiel, wo diese Anerkennung halt auch, sag ich mal, in so einer Zeremonie dann auch transportiert wird. Ich finde es immer komisch, Preise überreicht zu kriegen, weil ich immer nicht denke, ich habe doch nichts gemacht, das war doch bloß mein Hobby. Das haben ja auch etliche Preisempfänger schon gesagt, die dann doch sehr gerührt waren, auch durchaus mal eine Träne im Auge hatten, so, aber erstmal so eine natürliche Abwehrreaktion hatten. Ja, also ich kenne das von mir tatsächlich auch, aber ich finde, das ist eine sehr individuelle Sache. Also ich finde, da wäre ich jetzt überhaupt nicht kritisch, ich finde es auch menschlich total nachvollziehbar und schön, wenn jemand sagt, ah, das ist aber toll, dass das anerkannt wird, was ich mache. Ob das jetzt in Form von einem Objekt sein muss, was einem überreicht wird oder nicht, oder ob nicht häufig das auch genauso schön ist, dass jemand mal irgendwie einem auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, ich habe da gesehen, du hast irgendwie in dem Bereich mal irgendwie sauber gemacht oder hast dich mit dem und dem Artikel mal hingesetzt und hast den mal schön gemacht und goldene Gummibärchen. Das hat mich tatsächlich damals motiviert, als mir das mal einer verliehen hat. Naja, es ist einfach nur, also das ist nur ein kleines Bildchen auf der Benutzerdiskussionsseite, wo jemand seinen Respekt dafür ausspricht, dass man in einem Themengebiet gute Arbeit geleistet hat. Und ich glaube, so ist einfach jeder anders, wie man sozusagen das gerne, in welcher Form man gerne Zuspruch hat. Ich glaube aber, dass da jeder empfänglich für ist, auf die eine oder andere Form. Und das ist menschlich und das ist total okay. Und man muss nicht so tun, als ob man jetzt im Projekt sich einfach so aufopfert und das irgendwie nur für irgendwelche höheren Zwecke macht. Das ist häufig auch fatal, wenn man sieht, wir haben mittlerweile ja doch auch in Wikipedia ein paar Leute, die, wie soll ich sagen, die irgendwie mit so einer gequälten Haltung noch dabei sind. Das ist so eine Sache, die mich jetzt in letzter Zeit häufiger beschäftigt, ne? Also gerade wenn ich mir die Diskussionsseite vom Kurier angucke, da sind so ein paar Leute, die auch schon sehr lange dabei sind, aber irgendwie
das so vor sich hertragen, dass sie eigentlich am Projekt verzweifelt sind. Und das ist keine, also das ist weder fürs Projekt eine gesunde Haltung noch für die Leute selber. Und da würde ich dem einen oder anderen auch wünschen, dass man dann auch irgendwann den Absprung schafft. Also wenn man jetzt mit einem Projekt irgendwie unzufrieden ist oder das Gefühl hat, das läuft in eine andere Richtung, als man selber sich das so vorgestellt hätte, dann muss man, glaube ich, für sich selber auch irgendwann die Konsequenzen ziehen und sagen, okay, das tut weder dem Projekt gut, wenn ich dabei bleibe und die ganze Zeit so das Gefühl irgendwie verbreite, dass alles irgendwie dem Ende zugeht und den Bach runtergeht und so weiter. Und das ist auch für einen selber nicht gut. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Und da finde ich diese Kultur des gegenseitig mal Danke sagen, auf die Schulter klopfen, das finde ich da ganz wichtig. Ich finde auch diese Danke-Funktion in Wikipedia total schön. Also dieses unmittelbar für eine bestimmte Bearbeitung auf den Knopf zu drücken und zu sagen, hier, fand ich gut, dass du es gemacht hast, Dankeschön, ist eine Sache, die ich selber versuche auch häufiger zu machen. Manchmal vergisst man das, dass es die Möglichkeit gibt, aber ich versuche mich da so ein bisschen zu disziplinieren und da häufiger mal drauf zu drücken. Und andersrum freue ich mich auch, wenn jemand mir dadurch einen Dank zukommen lässt. Genau, und das finde ich, das ist so eine Sache, das ist ja jetzt wichtig, also besser geworden, dass wenn wir jetzt darüber reden, wie war es früher, wie war es heute. Klar, früher, ganz am Anfang war die Community so überschaubar, dass man natürlich unmittelbar im Austausch miteinander stand und sich Danke sagen konnte. Aber dann gab es so eine Zeit von doch vielen Jahren, wo das mit der Zeit unpersönlicher geworden ist und wir keine richtige Kultur des Dankesagens aufgebaut hatten. Und das ist mein Gefühl, dass es eine Sache ist, die jetzt in letzter Zeit besser geworden ist, dass man sowas ja durch die Eulen institutionalisiert, aber durch die Software halt auch diese Funktion zur Verfügung stellt und überhaupt irgendwie versucht, so ein Klima zu schaffen, wo es ganz normal ist, dass man jemandem sagt, hey, ich fand das super, was du da gemacht hast. Und das, glaube ich, ist für eine Community, wenn die langfristig überleben will, eine ganz wichtige Sache. Ich finde das ein wenig, nein, ich finde das radikal zu sagen, dass man gleich, oder dass man darauf zusteuern sollte, aufzuhören, wenn man jetzt Schwierigkeiten im Projekt hat. Das gab ja auch schon mal einen Aufschrei, als der damalige Präsident der Foundation das sagte, Jan-Bart de Vrede. Also ich habe so einen Betriebsrat-Hintergrund und kenne das auch dort, dass Leute dass es auf Arbeit einfach keinen Spaß mehr macht. Obwohl sie es gerne tun und immer weitermachen wollen, ist alles so durcheinander und die Bedingungen sind schwierig und so weiter. Nun ist man, gerade in der Softwarebranche da, wo ich arbeite, ist man darauf angewiesen, die Leute zu behalten und wir als Wikipedia auch. Und es gibt Mittel und Wege, Leute zu unterstützen dabei, wieder Freude an der Arbeit zu finden, ohne gleich die Arbeit zu verlassen oder eine neue Arbeit zu suchen oder sowas. Und ich denke, dass man darüber mal eine Diskussion anfangen sollte, wie man das unterstützen kann, mit welchen Mitteln man das tun kann, ob man das selber organisiert. Gerade hat Benutzerin Krizulina so ein Projekt psychologische Betreuung gestartet. Vielleicht könnte man auch im Verein drüber nachdenken, ob man da irgendwas macht. Der neueste Trend im Verein ist ja, Arbeitsgruppen zu gründen. Vielleicht bräuchte man dafür eine Arbeitsgruppe. Aber ich hatte in Kornwestheim auch einen Vortrag gehalten, der leider unter schlechten räumlichen Bedingungen stattfinden fand, nämlich in so einem Durchgangsbereich. Habe ich gesehen, ja. Wo ich versucht habe, mal drüber zu sprechen, ob nicht die Wikipedianer sich selber organisieren sollten, wie so ein Betriebsrat. Wo sie ihre eigenen Interessen unter sich besprechen können. Ich finde den Gedanken finde ich verlockend auf jeden Fall. Und ich, also als wir den Verein gegründet haben, am Anfang war die Frage, okay, was, wenn wir jetzt Leute einstellen, was sind eigentlich so die wichtigsten Baustellen, wo brennt's am meisten? Ne? Also klar, habe ich schon gesagt, Server, Software, wir brauchen Leute, die das Fundraising organisieren, Pressearbeit machen. Aber ein wichtiger Faktor war damals auch die Frage, was ist mit Konflikten? Also kann der Verein irgendwie, wenn es Konflikte gibt oder wenn auch einzelne Leute Probleme im Projekt haben, gibt ja auch den Begriff der Wiki-Sucht, kann man denen irgendwie helfen? Und da habe ich da auch die Frage aufgeworfen, ob wir nicht irgendwie einen Psychologen oder Mediator oder sowas einstellen sollten.
Ich glaube, dass wahrscheinlich mit der Community dann eine große Diskussion zu führen wäre, bevor das zugelassen wird. Also, dass nicht das Gefühl ist, der Verein mischt sich da jetzt in die innerwikipedianischen Angelegenheiten irgendwie ein. Vielleicht, naja, aber es muss nicht vom Verein ausgehen. Ich habe jetzt noch nicht innerhalb der Wikipedia das begonnen, so, weil ich selber noch drüber nachdenken muss. Es wäre auch erstmalig so, dass in einem Online-Zusammenhang eine Art Betriebsrat gegründet wird. Aber ich halte es für durchaus sinnvoll, weil das so eine Art Arbeit ist. Es wird nicht, also man verdient kein Geld, so, man geht nicht regelmäßig hin. Manche gehen regelmäßig hin, manche verdienen auch Geld damit. Und wir werden auch dahin kommen mit dieser Gesellschaft vielleicht, insgesamt mit unserer Gesellschaft, dass es eben nicht mehr darum geht, ins Büro zu gehen und eine gewisse Zeit da abzusitzen. Und es wird auch nicht mehr so, dass wir alle Leute brauchen. Bei wie viel haben wir jetzt? 4 Millionen Arbeitslose? Scheint es ja systemimmanent zu sein, dass eigentlich ein paar Leute frei haben. Und die Wikipedia lebt auch davon, dass etliche Leute alimentiert werden, ohne einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen, indem sie eben Studenten sind, krank sind, reich sind. Und das ist eine neue Arbeitswelt, von der immer gesprochen wird in der Wikipedia. Und es ist dann nicht falsch, auch sich Vergleiche zu ziehen zu der bestehenden Arbeitswelt und gute Sachen zu übernehmen. Absolut. Nee, ich finde das einen inspirierenden Gedanken, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich will auch, also als ich vorhin sagte, ne, dass manchen Leuten das vielleicht auch nicht gut tut, ich glaube, das ist, also in einem Bereich zu bleiben, mit dem sie vielleicht selber Probleme haben, das ist natürlich eine Gratwanderung. Klar, es gibt Leute, denen kann man helfen, oder es gibt Konflikte, die sollte man versuchen zu schlichten und auch von außen. Das ist gar keine Frage, ich glaube auch, dass es hilfreich wäre, Leute manchmal auch vor sich selber zu schützen, was so diese Belastung angeht, die sie zum Teil in Wikipedia haben, sowohl was das Zeitliche angeht, als auch was den Umgang mit Konflikten angeht. Ich glaube da sogar, dass man ein bisschen was da sogar softwareseitig sogar machen könnte. Aber ich glaube, das andere gibt's halt durchaus auch, dass Leute, ist ja gerade wieder der Begriff der Filterblase sehr en vogue, also sich in so einer Wikipedia-Filterblase gewissermaßen befinden und das Gefühl haben, es geht alles gerade den Bach runter. Und ich glaube, sich zumindest eine Auszeit mal zu nehmen und ein bisschen Abstand vom Projekt zu gewinnen, kann auch sehr hilfreich sein. Und manche Leute merken das selber, dass sie mal eine Pause brauchen. Und ich glaube, dass in anderen Fällen das aber auch von der Community seitig auch okay wäre, zu sagen, so, pass mal auf, ich glaube, ne, das tut dir gerade nicht gut, was hier passiert, und wir raten dir nachdrücklich mal eine Pause zu machen und aus diesem Kreislauf irgendwie rauszukommen. Ne? Also wie gesagt, wenn man sich die Diskussionsseite vom Kurier ansieht, man findet eigentlich, seit es diese Diskussionsseite gibt, permanenter Leute drauf, die der Meinung sind, das Projekt war noch nie in so einem schlechten Zustand wie jetzt gerade. Ja. Und das ist einfach eine Realitätsverzerrung. Und gerade jetzt, also ich habe das Gefühl, dass Wikipedia auch im Vergleich zu früheren Konflikten, die wir intern schon hatten, gerade eher in ruhigeren Gewässern sich befindet. Aber das ist manchmal aus der Innensicht, stellt sich das ganz anders dar. Und da so ein Realitätsabgleich mal zu erzwingen ab und zu, würde Leuten auf jeden Fall helfen. Das kann sein, dass es so eine Art Betriebsrat, wie du ihn skizziert hast, da sehr hilfreich wäre. Ich glaube da manchmal, ja, das was Jimmy Wales und auf was du, glaube ich, auch angespielt, das mal als Toxic Persons bezeichnet hat. Ich meinte Jan-Bart die Brede, der sagte, wem das alles zu viel wird, kann doch gern sich auch mal aus der Wikipedia entfernen, worauf sehr viele sehr aggressiv reagiert haben, weil das halt gleich eine Totalabstinenz dann auch gleich bedeuten würde. Ja. Es gibt aber. Ja, es ist klar, genau. Jan Bartow hat gesagt, die Leute sollten für sich selber die Konsequenz ziehen. Ich habe Jimmy Wales halt sogar mal der Community halt geraten. Ich glaube, das war in London auf der Wikimania unter anderem, wo er sagte, es gibt toxic persons in der Community und die Community sollte einfach da auch strenger sein und Leute auch, wenn es gar nicht anders geht, mal sperren, selbst wenn die in der Artikelarbeit Wertvolles zum Projekt beigetragen haben. Aber wenn die Atmosphäre so vergiften, und da muss man jetzt so ein bisschen den Fokus ein bisschen größer machen, also wenn die Atmosphäre so vergiften, dass anderen Leuten der Spaß am Projekt genommen wird oder sogar Leuten, die potenziell am Projekt mitarbeiten würden, davon abgehalten werden, weil einzelne ein Klima schaffen, in dem eigentlich viele normale Leute nicht bereit sind zu arbeiten,
dann muss man als Community diese Konsequenz ziehen. Und ich finde, das ist ein Gedanke, ne, der ist einem erstmal unbehaglich, wenn man das Gefühl hat, so, naja, aber wir sind doch eigentlich ein ganz offenes Projekt. Aber ich glaube, manchmal wird man die Konsequenz ziehen müssen und sagen, okay, das geht nicht anders. Und es werden ja auch Nutzer gesperrt. Das ist ja auch kein Mittel, was jetzt noch nie genutzt worden wäre. Aber ich glaube, dass man da manchmal auch tatsächlich noch strengere Maßstäbe anlegen könnte. Aber es ist eine umstrittene Position, das ist mir ganz klar. Du bist jetzt wieder im Präsidium und bist nach 5 Jahren Auszeit. Was war deine Motivation, ausgerechnet, also jetzt vor 2 Jahren, wieder anzufangen? Naja, Motivation an sich hat sich eigentlich nicht geändert zu der ersten Zeit. Aber es gab natürlich einen Anlass. Also es war eine Zeit, in der das ziemlich hohe Wogen im Verein geschlagen hat. Also das war ja auch die Zeit, in der du im Präsidium, im Vorgängerpräsidium sozusagen warst, wo dann der Pavel Richter jetzt ziemlich schnell seinen Vertrag beendet worden ist und man das Gefühl hatte, dass irgendwie, ja, auch, also das war so die Sicht von außen, beziehungsweise das, was ich von einzelnen Präsidiumsmitgliedern damals mitbekommen habe, dass auch im Präsidium selber doch das eine sehr konfliktträchtige Zeit gewesen ist. Und ja, und ich hatte das Gefühl, da könnte ich möglicherweise was dazu beitragen, dass Konflikte wieder gestillt werden oder war noch einen vernünftigen Übergang dann zu einem neuen Geschäftsführer beziehungsweise Vorstand gehen könnte. Und bin damals gefragt worden von verschiedenen Leuten, ob ich nicht wieder kandidieren möchte und hatte das Gefühl, dass es auch eine Reihe anderer Leute gibt, die kandidieren würden, mit denen ich mir das ganz gut vorstellen könnte, das zusammenzumachen, falls die gewählt werden. Und ja, habe mir dann ein Herz gefasst und habe mich wieder zur Wahl aufgestellt. Und wie war so die erste Zeit dann wieder? War die Arbeitsweise anders, als du sie in Erinnerung hattest? Ja, na klar. Also natürlich nicht so allgemein. Also der Umgang an sich untereinander war weiterhin konstruktiver, offener. Aber natürlich, ne, der Verein ist in den 5 Jahren, in denen ich nicht dort im Gremium war, gewachsen stark, noch weiter gewachsen und ja, und ich hatte das Gefühl, dass so die letzten 2 Jahre, dass wir als Präsidium sehr damit auch beschäftigt waren, so Prozesse anzupassen. Also, dass man schaut, dass man erstmal für sich selber schaut, was sind jetzt unsere Aufgaben? Okay, wir sind sozusagen nur ganz klassisch, wie das so ein Aufsichtsrat halt auch im Unternehmen ja häufig ist. Also man hat die Aufsicht über das, was zurzeit passiert. Also vor allem über die Geschäftsführung. Und man ist aber auch ein strategisches Gremium. Also man muss sich überlegen, wo geht denn die Reise hin? Ne? Wo soll sie im nächsten Jahr hingehen? Wo soll sie vielleicht auch in 5 Jahren hingehen? Oder noch größeren Zeiträumen? Und das heißt, da mussten wir uns erstmal finden und mussten schauen, okay, was gibt's denn zurzeit an Prozessen und welche neuen bräuchten wir? Wir haben dann zum Beispiel eingeführt, dass es einen Quartalsbericht aus der Geschäftsstelle gibt, in der uns der Fortgang immer dargestellt wird, was die Jahresplanung angeht, wie weit also bestimmte Ziele erreicht worden sind. Wir haben vor allem auch dafür gesorgt, dass es Ziele gibt, die auch messbar sind, also jetzt nicht zwingend nur quantitativ, sondern auch qualitativ, aber dass man sagt, man hat ein bestimmtes Kriterium, an dem man versucht zu messen, kommen wir diesem Ziel, was wir uns gesetzt haben für das Jahr, kommen wir dem eigentlich gerade näher oder kommen wir dem nicht näher? Und darüber bekommen wir dann jedes Quartal halt einen Bericht aus der Geschäftsstelle und ist vor allem, also aus meiner Sicht, eine Grundlage für eine strukturierte Diskussion. Also ich schätze den Bericht jetzt gar nicht nur so sehr, dass da jetzt irgendwie endgültig festgehalten worden ist, ob jetzt ein bestimmtes Ziel jetzt zu 70 oder 80 oder 90% erreicht worden ist, sondern mehr, dass man sagen kann, okay, in dem und dem Bereich ist es gut gelaufen, brauchen wir da noch Ressourcen oder können wir Ressourcen von der Stelle vielleicht abziehen und auf ein Projekt lenken, was nicht so gut gelaufen ist. Und wenn irgendwo was nicht so gut gelaufen ist, warum ist es nicht so gut gelaufen? Also haben wir uns am Anfang vielleicht verschätzt, ist irgendwas einfacher, nicht so einfach gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben? Oder war vielleicht auch ein bestimmtes Ziel nicht gewählt von uns?
Und dafür ist es eine, ist es eine ganz gute Grundlage, glaube ich, die wir da eingeführt haben. Naja, und das, das waren, das ist so ein Beispiel für Prozesse, die wir dann etabliert haben, auch was, was so eine Strategieplanung angeht, wo wir versucht haben, möglichst viele Gruppen mit einzubinden, also Vereinsmitglieder, aber vor allem auch die Communities mit einzubinden, mit Ideen, wo der Verein aktiv werden sollte und wie. Und das in so einen Prozess einfließen zu lassen, wo dann am Ende dann ein Haushaltsentwurf steht, wo da an diesen Projekten auch Zahlen dranhängen und dann die Mitgliederversammlung darüber beschließt. Hast du den Eindruck, dass du gut einschätzen kannst, wie, wie die Gelder in Wikimedia Deutschland ausgegeben werden, ob das effizient ist und effektiv und alles so, diese ganzen Wörter, die dazugehören? Also mit, oder einfach gesagt, dass da nicht Geld irgendwie sinnlos ausgegeben wird? Ich glaube das schon. Ich glaube, dass das dass natürlich nie so sein wird, dass ein Präsidium die, die Möglichkeit hat, überall reinzuschauen und zu sagen, ja, also hier sind 500 Euro aber jetzt irgendwie für was verwendet worden, das, das haben wir jetzt also aber nicht gewollt oder wegen mir auch nicht nur 500, sondern vielleicht sogar 5000 in jedem Detail nachzuvollziehen. Das kann aus meiner Sicht aber auch nicht das, die, die Rolle des Gremiums sein. Das Gremium muss sozusagen so das große, große Ganze schauen und hat dann, glaube ich, eher mit auf einer Ebene kritisch drauf zu schauen, wo es um, ich sag mal, 50.000, 100.000, eher 200.000 Euro geht. Ja, ich glaube, das ist so eine Größe. Wir haben auch einen Zustimmungsvorbehalt jetzt eingeführt von einem halben Jahr, wo wir gesagt haben, 250.000 Euro ist so eine Größe, wenn, wenn neue Projekte gemacht werden, wo das Präsidium nochmal drauf gucken muss. Ja, wo also das der Vorstand sich dann auf das Präsidium zubewegt und sagt, hier, also das und das haben wir vor, so und so ist der Plan. Und das Präsidium das nochmal absegnen muss. Genauso, wenn der beim Haushalt Änderungen vorgenommen werden unterjährig, die mehr als 250.000 Euro umfassen, dass auch da dann das Präsidium nochmal einen Vorbehalt hat und sagen kann, das finden wir okay oder nee, bitte legen uns da eine Alternative mal zuvor. Hm. Also das vielleicht sage ich auch mal die Hintergründe zu meiner Frage. Ja. Der eine Hintergrund ist, dass ich, als ich damals im Präsidium war, nicht den Eindruck hatte, dass ich ehrlichen Herzen sagen könnte, ich wüsste selbst im 50.000 Euro Bereich genug Bescheid, wie das Geld ausgegeben wird. Und das war auch einer der Konflikte mit dem Geschäftsführer damals, die wir nicht schnell genug, so also nicht innerhalb von 2 Jahren gelöst gekriegt haben. Der andere Hintergrund ist, dass die im letzten in der letzten Einschätzung des Funds Dissemination Committees, des FDC, ein Freiwilligenausschuss, der die Spendengelder den einzelnen Wikimedia-Stiftern zuordnet, für Deutschland steht, dass Wikimedia Deutschland das Geld nicht effektiv genug ausgeben würde. Wobei ich mich da, wo ich immer noch nicht rausgefunden habe, auf worauf die sich beziehen, also woher sie diese Kenntnis nehmen. Ja, das geht mir leider genauso wie dir. Also ja, ich finde es so ein bisschen, jetzt bin ich, ne, ich bin ja in einem Gremium und muss ich so ein bisschen meine Worte mit Bedacht wählen. Ja, sehr schade. Sehr schade. Also ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass ich glaube auch, das FDC ist ein divers zusammengesetztes Gremium. Und ich, also mein Gefühl ist, dass das Gremium dort vielstimmiger ist, als man das von außen vielleicht so vermutet. Wir, also ein Kopfschmerz neben mehreren, den wir mit der aktuellen Entscheidung hatten, war zum Beispiel die Entscheidung zu verstehen im Kontext der Entscheidung von einem Jahr. Wir hatten vor einem Jahr ja Geld für Wikidata beantragt und da war die Kritik vom FDC, dass uns gesagt worden ist, ja, also Anträge für ein bestimmtes Projekt, das sei also nicht das, wofür dieses FDC da ist, sondern wenn, dann beantragt man Geld als generellen Zuschuss zum Haushalt sozusagen und soll aber also nicht versuchen, da das irgendwie auf ein Projekt zu münzen.
Und die der Kommentar zu diesem Jahr war eigentlich genau andersrum. Also dass uns gesagt worden ist, naja, also jetzt wir beantragen da jetzt also einen Zuschuss zum Haushalt. Sie hätten aber gerne viel mehr Details, was wir wo wie machen. Und das ist so ein bisschen, man kommt so ein bisschen in das Problem rein, dass man für einen Förderantrag, der in unserem Fall ja so 3-4% des Jahresetats umfasst, aber ein Reporting machen soll für 100% des Etats. Hm. Und das beißt sich so ein bisschen. Da ist dann irgendwann auch der Punkt erreicht, wo wir als Verein uns fragen müssen, steht der Reporting-Aufwand und auch allein der Aufwand, auch um Gelder zu beantragen, überhaupt in einem vernünftigen Verhältnis noch zu dem Geld, was wir da reinbekommen, gerade im Verhältnis zum Gesamtjahreshaushalt. Und ich glaube, dass wir da schon ziemlich an der Schmerzgrenze jetzt sind. Und das ist nicht nur aus der Perspektive des Vereins ein Problem, sondern ich glaube, dass das aus der Perspektive des ganzen Movements ein Problem ist, weil es natürlich einfach keinen Sinn macht, Geld an eine Organisation zu geben, die, ich sag jetzt mal aus der Hüfte raus, ne, ein Drittel des Geldes allein dafür verbraucht, um regelmäßig Reports zu schreiben und Abschlussberichte und am Anfang den Antrag. Das ist einfach kein effizienter Mitteleinsatz. Also da hoffe ich, dass wir zeitnah zu einem besseren Modus kommen. Wir sind auch im Gespräch. Entschuldigung, dass ich da nochmal, muss ich mal nachfragen. Du sagtest gerade, Geld an eine Organisation geben, die ein Drittel des Geldes für Reports ausgibt. Welche Organisation meinst du da? Nee, ich meine nicht um Gottes Willen, nicht ein Drittel der gesamten, sondern ich meine des Zuschusses. Also wenn wir 300.000 Euro beim FTC beantragen, wir bekommen 150.000, ich sage jetzt aus der Hüfte raus, ne? So, und von den 150.000 aber 50.000 möglicherweise dafür draufgehen, dass Reports geschrieben werden müssen, dass Anträge geschrieben werden müssen, dass Abschlussberichte geschrieben werden müssen. Ach so. Dann macht das irgendwann, dann macht dieses Verhältnis von diesen 50.000 für Reporting und so weiter und zu 150.000 insgesamt macht dann irgendwann keinen Sinn mehr. Das kann man dann auch Spendern nicht vermitteln. Das sind keine offiziellen Zahlen, ne, muss ich jetzt dazu sagen, sondern absolut, das habe ich jetzt gerade nicht aus der Hüfte, sondern so, um mein Argument jetzt mal deutlich zu machen. Also ich glaube, dass es irgendwo eine Schmerzgrenze gibt. Und dass das nicht nur ein Problem des Vereins ist, sondern dass das gesamte Wikimedia-Movement sich da fragen muss, macht es Sinn, über das FTC solche Gelder auch an große Chapter zu verteilen oder braucht man dann einen anderen Modus? Ne? Ich glaube, da kann keinen anderen Modus aus Hüften ziehen. Ich glaube nur, dass wir da gerade in ein Problem reinlaufen und wir sind aber auch tatsächlich aktuell natürlich wenig überraschend im Gespräch mit verschiedenen Leuten zu genau dieser Frage. Das Problem hatte ich nämlich vor 3 und 4 Jahren auch, als ich selber im Präsidium war, dass ich schwer den Eindruck hatte, dass enorme Zeit in der Geschäftsstelle dafür verbraucht wird, Pläne zu erstellen und Reportings zu erstellen. Leider konnte das niemand mit Zahlen unterlegen, auch auf Nachfrage das passierte einfach nicht, dass das irgendwie gemessen wurde. Ich habe es jetzt in den externen Reportings auch nicht gesehen. Gibt es ein internes Messen, wie viel Zeit darin verbraucht wird? Weißt du das? Ich weiß, dass unser Vorstand uns auf Nachfrage dazu eine Schätzung geben konnte. Das ist so. Natürlich jetzt nicht. Ja, ist klar. Mhm. Aber immerhin. Aber tatsächlich, genau, also das war möglich, aber das ist natürlich eine Sache, die kannst du nicht auf Heller und Pfennig genau beziffern. Aber klar, ist ein Faktor. Es ist aber jetzt, glaube ich, auch nicht so ungewöhnlich für eine Organisation, die Drittmittel bekommt. Natürlich, die Drittmittelgeber wollen in irgendeiner Weise nachgewiesen bekommen, dass das Geld, was sie einem geben, für sinnvolle Zwecke verwendet worden ist. Und das ist, natürlich ist es von einerseits, andererseits mal wieder, man muss aufpassen, dass man nicht da reportet um des Reportens willen. Auf der anderen Seite hat es auch einen disziplinierenden Zweck und das sorgt dafür, dass man immer wieder sich auch fragen muss, so, ne, ist der Euro in der Organisation an dieser Stelle jetzt effizienter eingesetzt oder an einer anderen Stelle? Ja. Ich habe ja beruflich auch viel mit Reporting zu tun, weil gerade in einem Konzern, wo ich halt arbeite, auch berichtet werden muss, aber auch da wird
drauf geachtet, dass dieses Reporting nicht zu viel Zeit frisst und zu viel Geld frisst dadurch. Und da wird sehr ernst genommen, wenn man die Hand hebt und sagt, ich habe jetzt hier 2 Wochen reingesteckt in das Reporting. Wenn ihr nicht zufrieden seid, dann hättet ihr vorher bessere Angaben machen müssen, wie ich das Reporting gestalten soll. Beziehungsweise wird dann immer ausgehandelt, wie das Reporting aussieht, einfach um auch... Ja, es wird auch gemessen. Es gibt eine Zeiterfassungsposition dafür, wenn man jetzt nicht alle, wenn man nicht mal 2 Minuten oder mal eine Viertelstunde dran sitze, aber schon ab einer, wenn ich eine Stunde dran sitze, dann tauscht es in der Zeiterfassung auf. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man versucht, Mittelgeber auch zu überzeugen, dass das Reporting in der ähnlichen Weise passiert wie in der Organisation selber. Also wir haben ein Interesse daran, dass das FTC und auch die Foundation insgesamt versteht, wie wir Wirkung messen in der Organisation, und die davon zu überzeugen, dass das ein schlauer Weg ist, so wie wir das machen. Also dass wir möglichst versuchen, Doppelstrukturen da zu vermeiden. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir für uns einen guten Weg zurzeit gefunden haben. Und wie gesagt, wir sind da gerade im Gespräch. Schön. Das freut mich. Deine aktuelle Motivation bei Wikimedia Deutschland zu machen, hat die sich jetzt, wir haben über deine Motivation vor 15 Jahren gesprochen, wie ist sie? Woraus speist sich das jetzt? Also das eine ist, dass, wie ich gerade sagte, wir haben 2 Jahre jetzt ziemlich viel Arbeit in Strukturen gesteckt, Aufbau gesteckt. Und ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, das wäre jetzt eigentlich ganz schön, mal so 2 Jahre zu haben, wo man davon jetzt profitieren kann als Gremium, dass also man sich nicht sozusagen so das nach intern immer die Augen gerichtet haben muss und Sachen nachziehen muss, sondern man das Gefühl hat, okay, wir haben bestimmte Strukturen und wir haben jetzt auch den Freiraum uns dadurch selbst geschaffen, uns mit Themen zu beschäftigen, die mehr außerhalb der Organisation liegen. Also ich sage jetzt mal Zukunftsfragen im weitesten Sinne. Also solchen Themen wie freien Bildungsmaterialien. Ja, was ist, welche Rolle will der Verein in dem Bereich spielen? Wir haben ja eine Zeit lang waren da sehr aktiv und müssen uns, glaube ich, jetzt gerade neu sammeln und überlegen, was ist da unser Part langfristig. Genauso müssen wir uns fragen, wie die Projekte in Zukunft eigentlich konsumiert werden. Konsumiert ist ein bisschen ein böses Wort, aber also wie gelangen Leute weiterhin zu den Projekten und werden darauf aufmerksam, dass sie mitmachen können. Wir planen zurzeit ja so eine Kampagne, wo wir versuchen, neue Autoren zu werben und ins Projekt zu ziehen. Also das heißt, es werden gerade zum Beispiel Erklärvideos gedreht, wo Wikipedianer zeigen, wie sie selber das Projekt nutzen und erklären noch, was sie selber motiviert am Projekt, die wir versuchen wollen zu streuen und eine Bannerkampagne zu machen, die, sag ich mal, so ähnlich funktioniert wie der Spendenbanner, nur dass wir halt dazu aufrufen, im Projekt aktiv zu werden. Und ich glaube, dass man langfristig sich die Frage noch viel stärker stellen muss. Ne? Wir haben zwar jetzt schon einen Rückgang bei den Autorenzahlen. Ich glaube, das wird oder könnte noch viel fataler werden, wenn irgendwann das so ist, dass Wikipedia halt nicht mehr von den meisten Leuten genutzt wird, indem sie de.wikipedia.org eingeben oder über Google auf einem Wikipedia-Artikel landen, sondern in ganz anderen Zusammenhängen man Wikipedia nutzt, ja, indem man zum Beispiel einen Sprachassistenten fragt, wer ist denn gerade Bürgermeister von Berlin? Und man bekommt eine Antwort zurück, die sich dann zwar aus Wikipedia beziehungsweise wahrscheinlich aus Wikidata speist, aber einen nicht dazu bringt, diesen Artikel aufzurufen und diesen Bearbeiten-Knopf oben mal zu klicken, wenn man irgendwo was verbessern möchte. Sondern man ist ein Wikipedia-Nutzer, aber hat keinen direkten Weg mehr sozusagen zum Projekt hin. Und das wäre, glaube ich, für die Autorenzahlen fatal, wenn wir da nicht einen Weg finden, Organisationen, die Wikipedia und Wikidata und Commons und so weiter nutzen, dazu zu bringen, ihre eigenen Nutzer wiederum ins Projekt zu führen. Mhm. Ja.
Und das ist, glaube ich, eine Sache, da wird man sehr dicke Bretter bohren müssen, da wird man auch ein bisschen kreativer sein, als nur mit Firmen und Organisationen zu sprechen. Aber das ist so eine Frage, die ich auch wichtig finde und wo ich glaube, dass auch wir im Präsidium uns damit auseinandersetzen müssen. Du sagtest, es gibt ein Projekt dafür. Gibt es eine Webseite dazu, zu diesem Projekt? Oder ist es ein Schwerpunkt im Jahresplan? Oder für welchen Sinne meinst du das? Also es gibt zu der Kampagne, um neue Autoren zu werben, dafür gibt es natürlich eine Seite in Wikipedia, beziehungsweise gibt es eine ganze Reihe von Seiten, wo gerade die Planungen laufen, sowohl was das Schalten des Banners angeht, als auch die Erstellung von den Videos, also was die Frage angeht, wie auf was stößt dann der Autor, wenn wir ihn jetzt, der potenzielle Autor, wenn wir ihn jetzt eingefangen haben? Also schickt man den dann zum Mentorenprojekt, wo Leute so eine unmittelbare Betreuung von Neuen übernehmen? Oder haben wir Tutorial-Seiten? Und wenn wir Tutorial-Seiten haben, welchen Stand haben die eigentlich? Also gibt es da zum Beispiel einen Hinweis auf den Visual Editor, der jetzt seit einem Dreivierteljahr eingeführt ist oder fehlt er? Genau, solche Sachen. Weil ich bis jetzt noch nicht so viel davon gesehen habe. Also das heißt, dass ich als normaler Wikipedia-Autor ist mir das jetzt noch nicht so untergekommen. Ach so. Ich schicke dir mal einen Link, dann kannst du das unter dem Podcast verlinken. Mhm. Da gibt's eine Reihe von Informationen dazu. Ja. Genau. Das ist so ein bisschen, wir müssen da mal wieder als Verein so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht das Gefühl vermitteln, der Verein selber würde jetzt da irgendwie in wikipedianische Prozesse eingreifen wollen und so weiter. Da gibt's natürlich immer gewisse Vorbehalte, auch sicher auch berechtigt zum Teil. Aber ich glaube, dass die Community zum allergrößten Teil tatsächlich selber das sieht, dass da ein Problem gerade uns erwächst, wenn wir immer mehr Artikel haben, aber immer weniger Leute, die Artikel auch bereit sind zu pflegen. Das heißt, da gibt's eine große Bereitschaft, da offen zu sein und mitzuhelfen und so weiter und das auch mal in Anführungszeichen zu ertragen, wenn jetzt also von außen neue Autoren kommen, die vielleicht nicht aus dem Stand schon gleich wissen, wie ist jetzt eine Biografie aufgebaut, wie muss ich Links formatieren, was sind Relevanzkriterien und so weiter, sondern man da auch dann mal ertragen muss, dass jemand vielleicht auch mal einen Fehler macht und dem vielleicht dann auch dann hilft an der Stelle. Aber da bin ich sehr zuversichtlich. Also ich glaube, dass da das Bewusstsein da ist und die Bereitschaft da ist. Und dann, wie gesagt, es gibt halt natürlich einen riesen Wust an Hilfeseiten und im Wikipedia-Namensraum alle möglichen Regelseiten. Und ich glaube, das wäre schlau, im Zuge von so einer Kampagne zum Anwerben von Neuautoren da mal auch mal wieder durchzugehen. So ein bisschen so, wie ich das gerade vorhin sagte, ne, die Benutzerin Elian, die da mit dem eisernen Besen mal durchgefegt hat. Das wäre vielleicht auch notwendig. Es gibt zum Glück ein paar Benutzer, die sich da auch für verantwortlich fühlen, dass die Hilfeseiten und der Wikipedia-Namensraum einen vorzeigbaren Stand hat. Aber ich glaube, das könnten durchaus noch mehr sein. Und wenn wir da als Verein helfen können, indem wir zum Beispiel mal einen Workshop dazu organisieren oder so, dann kann das eigentlich nur allen Seiten nutzen. Genau, aber das ist eine Sache, die jetzt im nächsten Jahr ansteht. Wir haben vor, jetzt am Ende der Spendenkampagne schon mal zu schauen, dieses Dankesbanner, was dann am Ende den Spendern gezeigt wird, dann nochmal da auch schon mal darauf hinzuweisen, dass man ja mitschreiben kann und so weiter und da erste Erfahrung zu sammeln. Und dann wollen wir im Laufe des nächsten Jahres immer mal wieder da Versuche in der Richtung unternehmen und so langsam lernen, wie der Leser das unbekannte Wesen dann so tickt und auf welche Weise man ihn in das Projekt am besten reinführt, sodass er da möglichst eine nicht allzu steile Lernkurve hat. Nun hat ja gerade die letzte Mitgliederversammlung eine Mitgliederversammlung stattgefunden, wo es auch eine neue Wahl gab, neues Präsidium, und das war ja nicht ganz konfliktarm. Wollen wir mal ein paar Punkte da durchsprechen? Hast du die Zeit noch? Ja, na klar. Ja. Also sehr kontrovers ging es ja, als Martin Kraft darüber sprach, dass das Spendenbanner zu technische Schwierigkeiten bereitet manchen Benutzern.
Ja, da wurde sehr stark dagegen gehalten von Seiten der Geschäftsstelle, wo ich finde auch, dass da große Geschütze aufgefahren wurden. Es wurde so durchaus suggeriert, dass jetzt gleich alles zusammenbricht, wenn irgendwie das Banner angefasst wird. Und es wurde auch suggeriert, dass der Vorwurf gemacht wurde, die Leute in der Fundraising-Abteilung würden nicht professionell arbeiten, was beides so nicht stimmt. Und man hat dann auch einen Kompromiss gefunden. Genau, also mit dem Kompromiss können beide Seiten, glaube ich, leben. Ich finde, das Thema ist natürlich ein total wichtiges. Also, und die Frage, die Martin aufgeworfen hat, ist dann auch eine total berechtigte. Also zu sagen, ist das Banner A, so wie es gerade ist, optimal? Ja, also Martin sagt dann ja mal, es ist vielleicht möglicherweise gibt es da ein Mathematiker würde sagen, ein lokales Maximum, aber vielleicht ist es kein absolutes Maximum. Also vielleicht könnte man das Banner auf eine ganz andere Weise gestalten. Und es würde genauso gut und besser vielleicht funktionieren, aber vielleicht weniger Platz einnehmen. Das ist natürlich eine Frage, die man immer stellen kann. Und dann natürlich die Frage, wie weit werden Nutzer durch das Banner gestört, vielleicht verärgert, und wie weit fällt es auf das Projekt zurück? Genau, das glaube ich ist auch eine wichtige Frage, die man stellen muss. Und jeder fragt so in seinem eigenen Umfeld oder bekommt das dann mit irgendwie, dass man darauf angesprochen wird, ach, jetzt hat man jedes Jahr wieder eine Spendenkampagne laufen und so weiter. Ich hatte das Gefühl in meinem eigenen Umfeld, aber das ist natürlich auch überschaubar, dass die Leute gesagt haben: so ja, es ist jetzt also klar, ne, dass man sieht das Banner, man kann es aber zum Glück oben wegklicken. Aber es wurde jetzt nicht als so störend empfunden, dass die Leute jetzt verärgert waren. Aber das kann natürlich in anderen Fällen durchaus der Fall sein, dass Leute sagen, so, das ist irgendwie hässlich und das soll jetzt irgendwie weg. So, ganz klar. Ich glaube, dass der zweite Teil deiner Einschätzung eben wichtig ist, dass man über, ich würde mal sagen, irgendwie moralische Grenzen sprechen sollte. Dass das auch ein großer Teil der Diskussion ist, dass es jetzt nicht darum geht, eben das für uns nicht sein kann, dass wir das absolute Maximum rausholen. Wie weit können wir, wollen wir gehen, wollen wir Drückerkolonnen haben, wollen wir Leute haben, die in der Fußgängerzone stehen und den Leuten und ein kleines Iselchen dabei haben und sagen, das stirbt jetzt, wenn sie nicht für Wikipedia spenden. Ja, so. Ne? Und auch in dem Sinne, wollen wir wirklich ein gigantisches Banner haben? Ich habe nicht gegen gigantisches Banner eine gewisse Zeit, wenn ich's, weil es erinnert ja in seiner schwarzen Sache auch an den Blackout, ne, der gemacht wurde, als in Italien das freie Internet bedroht war, ne? Durchaus auch zu Recht. Da kann ich nichts dagegen. Aber wenn man als nicht angemeldeter User einen Monat lang das Ding sieht und man auf manchen mobilen Geräten gar nicht die Möglichkeit hat, es wegzuklicken, dann sind das Fehler, die man nicht machen sollte. Klar, das also wenn das Banner nicht wegklickbar ist, das muss behoben werden. Das steht völlig außer Frage. Das andere, also Spendenaufrufe, und das ist, glaube ich, das macht, glaube ich, unsere Spendenaufrufe auch grundsätzlich beim normalen Leser, glaube ich, auch sorgt für sag ich mal ein bisschen pragmatischen guten Ruf, ja, so dass wir von Anfang an sagen, wir brauchen fürs nächste Jahr den Betrag X. Und wenn dieser Betrag X erreicht ist, dann nehmen wir das Banner runter. Ja? Also wenn wir möglichst viel Geld sammeln wollen würden, ne, dann würden wir es ja das Banner viel länger laufen lassen. Dann würde man auch kein Spendenziel kommunizieren, sondern einfach versuchen, so viel mitzunehmen, wie geht. So. Und das haben wir tatsächlich, seit es die Spendenaufrufe gibt, nicht gemacht, sondern immer gesagt, das ist der Zielbetrag. Und sobald er erreicht ist, verschwindet das Banner wieder. So, und das heißt, wenn man so einen Aufruf konzipiert, muss man, es ist ja die Abwägung, so zu sagen, okay, was wollen wir machen? Wollen wir lieber länger ein bisschen stören oder wollen wir lieber kurz Dollar stören? Und die Variante, die wir jetzt gerade haben, ist möglicherweise tendierter, ist eher sozusagen auf dem letzteren Ende der Skala zu suchen. Aber das kann man natürlich diskutieren, klar, keine Frage. In einem Punkt, den ich in der Mitgliederversammlung angesprochen habe, war, dass im Bericht des Geschäftsführers wieder keine Zahlen waren. Dann es ist auch auf vorigen Mitgliederversammlungen schon immer angesprochen worden, dass man
als Mitglied keinen Vergleich zum Vorjahr hat. Es wurde immer sehr gut begründet, warum es nicht vergleichbar ist, aber irgendeine Vergleichbarkeit muss doch irgendwie möglich sein. Ja, also man kann doch nicht immer nur sagen, es ist alles gut und das Präsidium bestätigt auch, ja, ist alles gut, sondern es muss doch irgendwelche Kontinuitäten geben, wo man irgendwas ablesen kann. Also ganz ohne Zahlen ist mir suspekt, das kann nicht stimmen. Ja, das also Zahlen gibt's natürlich, aber die Kontinuität ist natürlich tatsächlich ein wichtiger Faktor und das ich hoffe, dass wir sozusagen nach so einer stärkeren Wachstumsphase jetzt in eine Phase kommen, wo so eine Vergleichbarkeit besser möglich ist, ne? Also das Problem, was wir bisher hatten, ist, ne, du kannst natürlich Posten mal so und mal so buchen und die philosophische Frage, wie man jetzt irgendwie das strukturiert, die wurde jedes Jahr sozusagen neu gestellt und neu beantwortet. Und ich hoffe, dass wir jetzt einen Modus haben, wo das langfristig besser geht, dass man sagt, okay, also die Struktur letztes Jahr war so und so und wir orientieren uns jetzt ganz stark da dieses Jahr wieder dran. Das ist aber halt in der Phase, wo Bereiche in der Geschäftsstelle unterschiedlich stark wachsen und dadurch eine unterschiedliche Stärke auch der Granulierung in so einem Plan benötigen, schwer durchzuhalten. Aber ich kann, also das Problem kann ich total nachvollziehen. Das haben wir natürlich im Präsidium ähnlich. Gut, wir haben im Präsidium natürlich deutlich mehr Zeit, uns damit zu beschäftigen. Haben ja auch einen eigenen Finanzausschuss, dessen Aufgabe das ist. Aber dass das für die Mitglieder noch transparenter möglich ist, als das zurzeit der Fall ist, das ist sicher so. Boah, jetzt haben wir eine Menge Themen besprochen. Das stimmt. Mein Kopf brummt schon ein bisschen. Wollen wir zum Abschluss noch die aktuellste von der aktuellen Meldung besprechen? Aktueller geht's kaum. Gestern bekannt geworden. Ja, können wir machen. Ja, sag mal was. Genau. Ja, Christian Rickerts, also unser aktueller Geschäftsführer / Vorstand, wird Staatssekretär in der neuen Berliner rot-rot-grünen Regierung. Das sollte sich heute auch entscheiden, oder? War das nicht so? Oder nächste Woche? Ja, also genau. Ich muss meine Worte mit Bedacht wählen, weil er ist es noch nicht, sondern es gab einen kleinen Parteitag der Grünen am Samstag und dort ist er also nominiert worden. Und am Donnerstag entscheidet dann der Senat darüber. Und erst dann ist es sozusagen offiziell und in trockenen Tüchern. Genau, deswegen will ich auf Gottes Willen nicht dem demokratischen Prozess vorgreifen, aber wenn alles klappt, dann wird er Staatssekretär sein. Und das ist natürlich eine großartige Sache. Also erstmal so. Ich habe das, also als er rief uns im Präsidium alle der Reihe nach an und als er mir das sagte, habe ich erstmal von einem Ohr zum anderen gegrinst, weil das natürlich eine fantastische Sache ist. Einfach auch zeigt, was für eine Relevanz der Verein mittlerweile auch gewonnen hat, und uns natürlich, also ne, wir sind freundschaftlich verbunden und werden das sicher auch lange Zeit noch mit Christian bleiben, und das kann nur in unserem Interesse sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir jetzt einen neuen Geschäftsführer brauchen. Der Christian war jetzt nicht ganz 2 Jahre da, ne? Genau, und das ist natürlich, ich weiß es noch vom letzten Mal, natürlich ein ziemlicher Angang. Also das ist auch eine Sache, die das Präsidium durchaus strapaziert, was Zeit und Energie betrifft. Und sind wir jetzt natürlich jetzt gerade frisch in der Diskussion, wie wir das machen. Ich persönlich glaube, dass wir ein paar Sachen uns stützen können auf den Prozess, den wir halt vor 2 Jahren schon mal gehabt haben. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt alles ganz neu werden erfinden müssen, inklusive zum Beispiel dem Ausschreibungstext. Da ist damals sehr viel Arbeit reingeflossen. Ich glaube, dass man vielleicht den ein bisschen noch stutzen kann an der einen oder anderen Stelle. Aber von der Grundlage her ist es, glaube ich, ganz gut. Und das gilt auch für einige andere Prozesse, die wir damals halt aufgesetzt haben. Aber es ist natürlich trotzdem, wird wieder ein Kraftakt sein und deswegen, also sehr ich mich freue und so sehr das auch für den Verein insgesamt eine gute Sache mittel- und langfristig ist,
so sehr sorgt halt kurzfristig dafür, dass wir gleich den Elan sozusagen frisch nach der Wahl des Präsidiums jetzt aufnehmen müssen und gleich ein Projekt haben, an dem wir arbeiten können und müssen. Und es hat euch auch, wann hast du das erfahren? Ich habe es am Dienstag erfahren. Am Dienstag, also auch sehr kurzfristig. Mhm. Alles. Genau. Ja, okay. Ja, natürlich ist es schön, wenn unsere Leute so in die Welt aus Fächern und wir da überall Kumpels haben, wenn wir im Europaparlament da jemand zu sitzen haben im Stab von Julia Reda oder genau. Bei der Open Knowledge Foundation mit drei Beinen drinstehen sozusagen. Ja. Der Marsch durch die Institutionen, genau. Ja, und auch sonst ehemalige Mitarbeiter der Geschäftsstelle sich durch ähnliche Interessen auch in ähnlichen Organisationen wiederfinden. Und das nur abgesehen, dass wir ja schon ganz viele in ganz vielen Organisationen drin sind über unsere Mitglieder. Meistens wissen wir es nur leider nicht. Und das wäre so ein Wunsch von mir, dass wir diese, wie viele Mitglieder hatten wir? Was war auf der Mitgliederversammlung? Ging es irgendwie mit 30.000, 40.000? Wurden da Zahlen jongliert? Weißt du das aktuell? Genau. Ich glaube, es stand, glaube ich, gerade so 36.000, das ist die letzte Zahl, die ich gehört habe. Hm. Genau. Das war da. Ist auf jeden Fall ein Riesenfund irgendwie, mit dem wir noch viel mehr wuchern könnten. Also wir wissen viel zu wenig über die Mitglieder. Das ist, glaube ich, unstrittig. Ich finde das, was ich ganz schön finde, ich war eine Zeit lang Abonnent vom Krautreporter. Das ist war ja so ein journalistisches Projekt, in das viel Hoffnungen damals gesteckt worden sind, wo also Redakteure sich zusammengetan haben und selber so eine Plattform gegründet haben. Und man da sozusagen für jahresweise Mitglied werden konnte. Und eine ganz interessante Idee, was die gemacht haben, ist, dass sie wirklich bei der Aufnahme einfach Interessen abgefragt haben, Interessen und Kompetenzen in so Freitextfeldern und einfach dann auf sind Redakteure dann auf die Leser zugekommen und wenn sie zum bestimmten Thema recherchiert haben und haben deren Hilfe in Anspruch genommen. Das ist, glaube ich, so das Minimum, was wir eigentlich auch schaffen müssten zu machen. Also dass wir von allen Mitgliedern wissen, in welchem Bereich die Expertise haben und auch wissen, was wie die Interessen sind. Eine ganz schöne Sache bei der Mitgliederversammlung war ja, dass wir jetzt zum ersten Mal angeboten haben, auch Kurse für Leute, die an Wikipedia und an Wikidata interessiert sind. Und das fand ich einen total schönen Moment, wo dann auf der Mitgliederversammlung gesagt worden ist, so, also wer jetzt hier im Raum Interesse hat an diesen Kursen, der möge jetzt bitte mal mitkommen. Und ein großer, großer Pulk von Leuten also aufstand und mitging und man merkte so, wow, also unter den Mitgliedern ist einfach auch allein schon ein großes Potenzial an Leuten, die wir potenziell zu neuen Autoren machen können, was wir gerade erst beginnen zu heben. Und das Gleiche gilt aber für viele andere Themenbereiche auch, also was jetzt Lobbying angeht, was die Kontakte zu Wissenschafts- und Kulturinstitutionen angeht, juristische Expertise angeht und so weiter. Also ich glaube, dass wir dringend da mehr tun sollten, um dieses Potenzial auch zu heben. Für mich war der Augenblick sehr irritierend, weil ich gerade einen Mut zusammengenommen hatte und einen längeren kritischen Beitrag geleistet hatte. Ja, das Timing war doof. Das ja, und dann standen von den 80 auf, Teilnehmern dort 40 auf und gingen raus. Ja, das Timing war unglücklich irgendwie. Das war, ich glaube, das 11 Uhr oder sowas war angekündigt, dass die starten sollten. Noch nicht perfekt, aber dass es überhaupt halt so viele Leute gibt, die Interesse dran haben, das fand ich sehr gut. Ja. Was hast du dir für die nächsten 2 Jahre vorgenommen? Kannst du das in 5 Minuten darlegen oder kürzer? Naja, also ich habe die Autorenkampagne habe ich ja schon genannt. Also da sind in der Geschäftsstelle hat sich da ein Team gefunden von sehr motivierten und kompetenten Leuten, die gerade das planen. Das ist eine Sache, die ich auch gerne auch präsidiumseitig weiter begleiten möchte. Dann die ganze Frage so, was passiert halt um uns drumherum? Also zum Beispiel es wird dieses Weihnachten, glaube ich, zum ersten Mal sein, dass eine erhebliche Zahl der deutschen Haushalte sich so VR-Brillen gegenseitig geschenkt wird. Ja, also wo man so Brillen, die man aufsetzt und wo man dann in irgendwelchen virtuellen Welten unterwegs ist.
Finde ich total spannend, ne? Finde ich jetzt, ich habe noch kein Erklärmuster für mich jetzt zurechtgelegt, so was das für uns bedeutet, aber das finde ich total interessant, dass da gerade, glaube ich, ein neues Medium entsteht, was im Alltag von Leuten, glaube ich, eine große Rolle spielen könnte in den nächsten Jahren. Und das ist eine Frage, wie wir uns dazu verhalten. Ist das was, was uns was angeht, oder geht uns das nichts an? Und das ist so ein Beispiel, aber auch nur für viele technische Themen, soziale Themen, wo ich das Gefühl habe, wir sind so ein bisschen, haben jetzt ein bisschen zu sehr Nabelschau die letzten zwei Jahre gemacht und müssen jetzt mal schauen, was um uns herum passiert. Wir haben, finde ich, als Organisation diesen ganzen Videobereich so ein bisschen verschlafen in großen Teilen. Ja, das war so ein Ding, ne, als das mit YouTube losging. Und am Anfang dachte man, okay, das ist irgendwie eine illegale Plattform, wo Leute einfach irgendwelche Videos hochladen. Dann war irgendwann Google so verrückt, dass sie das auch noch gekauft haben. Und man hat irgendwie die Welt nicht verstanden. Und mittlerweile ist das natürlich YouTube ein total etabliertes Portal. Und die Leute laden immer noch Zeug hoch, ohne sich um die Lizenz zu scheren. In der Tat, aber es ist aber auch eine Plattform, auf der ganz viele tolle neue Formate entstehen und wo Wissen auch vermittelt wird, ne? Also wo irgendwelche, neben irgendwelchen seltsamen Videos, wo Leute erzählen, was sie gerade irgendwie eingekauft haben oder gegessen haben oder wie man einen Thermomix betreibt, auch erklären, was sind eigentlich Fibonacci-Zahlen zum Beispiel, ja? Oder wie funktioniert ein Ottomotor? Und da Erklärvideos machen, geschichtliche Zusammenhänge erklären und ganz, ganz tolle neue Formate halt ausprobieren. Und da, finde ich, sind wir so ein bisschen hinten an. Also natürlich mittlerweile gibt es dann auch Wikipedia-Artikel, wo Videos eingebaut sind, aber das war doch ein ziemlicher Krampf, bis man da mal einen Player hatte, der funktioniert. Und es ist immer noch, meinem Gefühl nach, eher die Ausnahme als die Regel, dass man, wo es sich anbietet, so ein Video sieht, was einem Dinge auch nochmal auf eine andere Art, eine nicht textliche Art näher bringt. Und ich glaube, dass da ein Potenzial ist, was diesen Videobereich angeht. Ich glaube, dass es möglicherweise mittlerweile schon fast zu spät ist für uns, weil natürlich die allermeisten Schüler, wenn sie den Stoff aus dem Unterricht nochmal anders nahe gebracht haben wollen, dann nicht den Wikipedia-Artikel unbedingt aufrufen, um den durchzulesen, sondern halt auf YouTube gucken, ob es irgendjemand gibt, der ihnen sozusagen per Video da eine Nachhilfestunde geben kann. Und in vielen Fällen ist es, glaube ich, auch tatsächlich in dem Fall das richtige Format. Und das ist einfach schade, dass wir da nicht so eine große Rolle spielen. Und es wäre schade, wenn es neue Portale da draußen gibt, neue Techniken da draußen gibt, die so an uns wieder vorbeiziehen. Und wie gesagt, also ob jetzt 3D, virtuelle Realitäten da jetzt irgendwas ist, was für uns irgendwie wichtig ist und so, keine Ahnung. Ja, klingt, finde ich, im ersten Moment erstmal ein bisschen spinnert, dass man denkt, naja, das ist so für Videospiele. Aber ich halte es nicht für abwegig, dass das auch in anderen Bereichen eine Rolle spielen wird, und das sollten wir auf dem Schirm haben. Und wie gesagt, im ganzen Bereich von freien Bildungsmaterialien ganz genauso. Andere Länder sind da viel, viel, viel weiter als ich. Ich habe mit dem besagten Jan Bartefrede bei der Wikimania in Italien dieses Jahr da sehr lange drüber geredet. Der arbeitet ja bei Kennisnet und die organisieren halt für den niederländischen Staat so eine Plattform, wo freie Bildungsmaterialien drüber publiziert und ausgetauscht werden, wenn die von Verlagen eingekauft werden. Und das ist völlig, völlig klar, ne? Wenn da Geld in die Hand genommen wird vom Staat und Schulbücher digital beschafft werden, dass die dann unter eine freie Lizenz zu kommen haben und allgemein zur Verfügung gestellt werden müssen. Und da sind wir noch sehr, sehr weit in Deutschland natürlich von weg. Natürlich, weil bei uns die Strukturen noch komplexer sind, keine Frage, aber das ist so ein Brett, was sich weiter lohnt zu bohren, auf jeden Fall. Mhm. Also das sind so Themen, die mich beschäftigen, und dann so die Finanzierungsfrage auch, was ich vorhin schon sagte, mit Wikipedia wird auf ganz anderen Wegen mittlerweile zunehmend konsumiert. So, das hat eine Rolle für die Möglichkeit, wie wir Autoren werben können. Das hat aber auch eine Rolle für den Spendenaufruf, der möglicherweise irgendwann nicht mehr so eine Reichweite hat, wie er den zurzeit hat. Und da werden wir uns als Verein auch überlegen müssen, ob es nicht andere Finanzierungsquellen daneben noch gibt, die für uns auch dauerhaft eine Rolle spielen können. Also das sind alles Fragen, die
offen sind, wo ich keine Antworten schon drauf habe, mit denen ich mich auf jeden Fall nächsten 2 Jahre beschäftigen will. Im Präsidium. Im Präsidium unter anderem, genau. Hm. Okay, dann toi 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 dafür. Dankeschön. Wir sehen uns in Hamburg. Ach nee, du bist dies Jahr nicht dabei. Was hattest du gesagt auf dem CCC? Ich habe keine Tickets gekriegt. Das ist echt eine Katastrophe. Ich habe an drei Tagen immer da gesessen und versucht, eins zu ergattern. Aber das war eine harte Nummer dieses Jahr. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass es nächstes Jahr sie eine Location haben, wo wieder mehr Leute reinpassen. Und aber zurzeit ist so ein bisschen so Berliner Verhältnisse. Das war früher in Berlin immer schon heftig, an Tickets ranzukommen für einen Kongress. Und das ist jetzt in Hamburg, nachdem sie ein paar Jahre doch ausreichend Räumlichkeiten hatten. Aber die Zahlen für einen Chaos Communication Congress sind so gewachsen an Besuchern, dass sie jetzt wieder... Gibt es denn eine Location, die sowas abfangen könnte? Ich glaube eher, dass es auf 2 Kongresse hinausläuft oder auf thematische Aufspaltung oder sowas. Ja, das könnte ich auch mitleben. Finde ich auch keine schlechte Idee, wenn sich weiter spaltet. Aber ich ja, mal sehen. Ich bin da nicht in den engen Zirkeln drin, was da gerade an Lösungen diskutiert wird. Also es ist natürlich wichtig, ich glaube an sich so eine zentrale Konferenz, das ist ja so ein bisschen bei uns mit der Wikimania ganz ähnlich oder mit der Wikicon, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht ein Redaktionstreffen von Leuten, die ein ganz spezielles Interesse haben, sondern die Leute, die allgemein in der Szene unterwegs sind, treffen sich und tauschen sich zu vielfältigen Sachen aus und man kann sich auch inspirieren lassen von Themen, die man eigentlich nicht so auf dem Radar hat und wird da konfrontiert. Ist natürlich da, glaube ich, schon eine wichtige Rolle so. Also deswegen hoffe ich schon, dass auch der Chaos Computer Club da einen Weg findet, weiterhin eine große Konferenz zu organisieren. Also ich meine, sie haben jetzt ja schon diese Variante, dass sie sozusagen bei den lokalen Hubs so Untertreffen haben, wo dann der Kongress gestreamt wird und man gemeinsam sich dann um große Bildschirme versammeln kann. Aber ja, keine Ahnung, ob es in die Richtung weitergeht oder keine Ahnung. Okay. Ja, bin gespannt. Ich auch. Dann eine besinnliche Adventszeit. Ja, wünsche ich dir auch. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bis demnächst. Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Kurt hat sich was Elektronisches gewünscht, darum hören wir jetzt ein Stück von Steve Combs. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.